Ja, willkommen zum ersten Teil unserer langen Kampagne, die die Bestie heißt und mit dem Abenteuer das Geisterhaus beginnt. New York City, New York. Freitag, 15. Juli 1927, 16.37 Uhr. Vor einiger Zeit und eher durch Zufall seid ihr unabhängig voneinander über eine Zeitungsanzeige mit folgendem Inhalt gestolpert. Erleben Sie das Übernatürliche. Ernsthafte Personen von gleichermaßen kühnem wie offenem Geiste sind geladen, ein Wochenende lang einen berühmten Spiritisten zu begleiten, um den Spuk in einem alten Anwesen in Neuengland zu beobachten, zu bezeugen und zu ergründen. Kontakt mit der Welt der Toten ist garantiert. Geschmache gemügter, ungeeignet. Keinerlei Vorerfahrung erforderlich. Postfach G28, New York. Teilnahmegebühr $50. Verpflegung und Fahrt inklusive. Aus unterschiedlichen Gründen hat diese Anzeige euer Interesse geweckt und ihr habt recht kurz entschlossen Kontakt aufgenommen. Die darauf folgende Korrespondenz war allerdings weniger informativ als erhofft. Alle Versuche im Vorfeld, Informationen über das genaue Ziel zu erlangen, blieb ergebnislos. Mr. Whitefield, der Veranstalter, hatte es meisterlich verstanden, das Gefühl des Unbekannten und Mysteriösen aufrechtzuerhalten und euch nur so weit mit Informationen zu füttern, dass eure Neugier nach mehr geweckt blieb. Nachdem ihr aber zumindest seinen Namen recherchiert habt und nichts Negatives finden konntet, habt ihr euch entschieden, diesem Erlebniswochenende, wie er es nannte, beizuwohnen. Nachdem ihr die $50 postalisch angewiesen hattet, wurden euch Ort und Datum des Treffens mitgeteilt. Freitag, den 15. Juli um 17 Uhr am Hotel Astor Bus Terminal, 220 West 45. Straße in New York City. So kommt es also, dass ihr euch jetzt zusammen mit einer Handvoll Fremder in einem kleinen Konferenzraum des noblen Hotels Astor befindet. Gemütlich aussehende Stühle stehen an einer breiten Tischreihe. Auf hellen Tischdecken erblickt ihr Vasen mit frischen Schnittblumen und auch Wasserflaschen mit Gläsern stehen bereit. Die geöffneten Fenster zeigen zur Rückseite auf ein dem Hotel angeschlossenes Busterminal, an dem gerade ein Reisebus einfährt. Neben der Hintertür zu eurer Rechten steht sauber aufgereiht nicht nur euer Gepäck, sondern auch das der anderen hier Wartenden. Noah und Ernest. Ihr habt euch erst wenige Minuten vorher an der Rezeption das erste Mal gesehen, wo ihr beinahe zeitgleich nach dem identischen Treffpunkt gefragt habt. Ein Page hat euch und euer Gepäck daraufhin gemeinsam in diesen Konferenzraum geführt, euer Gepäck auf die rechte Seite gestellt und ein Blick auf die Uhr zeigt euch 16.37 Uhr. Ihr seid dran. Okay. Entschuldigt. Ich dachte, da kommt noch was. Aber ich fand schön, dass ihr mir die Pause gegönnt habt. Ich schaue mich um. Nein, Quatsch. Nee, doch, erstmal, ist das ein großer Raum? Das ist ein großer Raum, der ist normalerweise, also ihr würdet sagen, es ist nicht direkt ein Konferenzraum, sondern jetzt, wo du es anguckst, ist es eher so eine Art Warteraum, der so ein bisschen hergerichtet wurde. Also durchaus nobel gemacht. Also das, da ist schon richtig was gemacht und bietet durchaus Platz so für 20, 30 Leute. Aber so viel siehst du tatsächlich bei weitem nicht. So überschlagsweise, jetzt siehst du vielleicht noch so 5 andere Leute. Mhm. Also neben dir 6 Leute, wenn du den Ernest auch noch mit dazu ziehst. Okay. Und Ernest steht gerade neben mir, oder? Ihr beide steht im Moment nebeneinander, weil ihr halt nebeneinander reingegangen seid, weil die Pagen haben euch halt reingebracht, jeweils die Koffer getragen und deswegen steht ihr jetzt nebeneinander. Okay. Puh. Erstmal eine Eisbrecherfrage, ne? Ganz schön verregnetes Wetter, wa? Ja, also nicht das beste Wetter, aber das kennt man ja für New York nicht anders. Ja, das stimmt wohl. Obwohl ich hier noch nicht so oft war. Nee, ich wohne auch ein bisschen weiter weg, aber ich glaube für das, was hier versprochen wird, mal schauen. Ja, ich bin auch ganz gespannt, was die hier uns zu zeigen haben.
war ein Erlebniswochenende, ne? Das ist jetzt keine Frage an die Person, weil ich weiß es ja im Prinzip als Spieler. Mhm. Es war also ein Wochenende bloß, ne? Das ist ein Wochenende-Erlebniswochenende, genau. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, was das für ein Wochenende wird. Ja. In einem Geisterhaus, das wird ja nicht ein bisschen was Spannendes, aber mal schauen. No. Naja, mal schauen, ob es wirklich Geister sind, ne? Also. Wahrscheinlich ja. Haben die irgendwelche Pappaufsteller oder vielleicht haben sie irgendwelche neue Techniken mit Zahnrädern und so. Und, ja, mal schauen. Mal gucken, was sie uns bieten. Ja. Für das Geld. Ja, vielleicht machen die auch ein paar schöne Lichtspielchen. Ja, das kommt darauf an, was sie sich vorstellen, ja. So. Ja, anscheinend sind wir das ganze Wochenende zusammen in diesem komischen Haus. Ich bin der Noah. Hallo Noah, ich bin der Ernest. Hallo Ernest, schön Sie kennenzulernen. Schön Sie kennenzulernen. Sind Sie vom Militär? Nein, ich bin nicht vom Militär. Okay. Ich bin Gemischtwarenhändler. Oh, Gemischtwarenhändler. Okay, Mr. Ernest vom Gemischtwarenhändler. Ich glaube, wir sollten nicht hier mitten in der Tür stehen bleiben. Ich glaube, wir können uns auch hinsetzen. Ja, das wäre eine Option, ja. Ja, ihr geht zwei Schritte weiter rein und ja, vor euch am Tisch sitzen auch ein Mann und eine Frau, also ein junger Herr und eine wirklich sehr junge Dame und sind beide so ein bisschen miteinander am Reden. Wobei ja deutlich zu erkennen ist, dass die Dame versucht ist, das Gespräch immer so ein bisschen im Gang zu halten. Der Herr aber irgendwie so, ja, einen schüchternen Eindruck macht, aber nicht desinteressiert scheint, aber nicht so richtig warm werden kann. Dann gegenüber von euch ist ein elegant gekleideter Herr, der am Fenster steht und so ein bisschen in die Runde schaut, euch beiden zunickt und ja, dann eigentlich wieder so den Blick nach draußen Richtung Reisebus wirft, der draußen steht. Zu eurer Rechten und etwas abseits steht kurz neben der Tür, die so zum Hintereingang geht oder zum eigentlichen Ausgang, würde man jetzt sagen, steht eine etwas stabilere Dame, die einen eher brummeligen Eindruck macht, ein bisschen unzufrieden mit der Welt und auch eher so vor sich hinguckt. Und ein weiterer Mann sitzt ein bisschen abseits am Tisch, dahin untersetzt und liest in einem Buch, während er vor sich ein Glas Wasser stehen hat, aus dem er regelmäßig zu trinken hat. Okay. Sind also noch genügend Plätze frei, falls ihr euch setzen wollt. Ich würde gerne zu dem Herrn gehen, der das Buch liest. Mhm. Schönen guten Tag. Ja. Sind seine Brille so ein bisschen rund auf die Nase? Ja, schon guten Tag. Ist hier noch ein Platz frei? Aber sicher. 2, 3, 4 könnte ich hier direkt noch anbieten. Ha, wobei sie nicht mir gehören, die Plätze. Aber nehmen Sie doch Platz. Dankeschön, Dankeschön. Ist hier eine Karaffe auf dem Tisch oder sowas? Da ist so eine Art Sektkübel, wo so Eis drin ist. Und da drin ist eine Wasserflasche. Ja, okay. Gut, dann würde ich mir die Wasserflasche nehmen und auch ein Glas Wasser erstmal einkippen. Ja, wenn es auch umgestülpte Gläser auf dem Tisch. Richtig schöne, noble Gläser, richtig fein. Also auf alles vom Allerbesten. Okay. Wunderbar. Wenn Sie gerade dabei sind, würden Sie mir doch direkt nachschenken, wären Sie so lieb? Und erreicht ihr so das Glas hin? Na klar, sehr gerne. Dankeschön. Ich bin der Herr Sinclair. Sie sind der Herr Sinclair? Ja. Interessant. Sekunde, ich habe die Datei nicht auf. Okay, ich dachte, du willst meinen. Das gehörte tatsächlich, ich dachte, ich komme auf den Namen. Shit. Interessant. Ihnen verrate ich nicht meinen Namen. Ich liege gerade unter dem Tisch. Entschuldigung. ich bin Dr. Errol. Ah, schön, Sie kennenzulernen, Dr. Errol. Timothy Errol heiße ich. Timothy Errol.
Noah Sinclair. Ja. Was versprechen Sie sich von diesem Wochenende? Ja, ich möchte eigentlich, wie sagt man es auch so schön, mich mal ein bisschen vom Alltag ablenken lassen und hoffe, dass ich so ein bisschen Berührung mit dem Übersinnlichen bekomme, sollte es sowas wie das Übersinnliche tatsächlich kriegen und auch wirklich geben. Ja, ich bin auch ganz gespannt, was Sie uns zu bieten haben, was Sie vielleicht gefunden haben. Ja, bisher ist ja nur von einem Haus die Rede und von einem Geist. Ich weiß nicht, haben Sie mehr Informationen bekommen, wo es genau hingeht? Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch ganz gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich ein bisschen was zu erfahren bekommen. Ja. Ich meine, dieser wie hieß der noch? Whitefield? Ja, der hat sich ja da wirklich... Whitefield. Whitefield, genau. Ich vertue mich immer mit Whitfield und Whitefield. Ich habe bei mir in der Kanzlei einen Whitfield, deswegen komme ich mit dem Namen tatsächlich immer durcheinander. Ja, der Herr Whitefield, der hat sich zumindest der Korrespondenz, die er mit mir ausgetauscht hat, ziemlich rar gehalten. Also wenig Informationen, die er mir da hat geben lassen. Aber ausreichend, dass ich mich ja wie Sie hier einfinde. Ja, also Neugier ist geweckt, ne? Ja. Knapp so wenig wie möglich erzählt, dass wir wirklich das sehen müssen. Mal gucken, was er für eine Überraschung hat. Also da muss ich auch wirklich sagen, ziehe ich den Hut vor. Also so wie der das gemacht hat oder so, der hat es wirklich verstanden. Ja. Also ja. Als Promoter 1A. Naja, kann man so sehen, wie man möchte. Ne? Wenn ich mir so den Raum anschaue, ist hier noch viel, viel mehr Platz. Noch sind nicht viele da. Ja, auch da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so ein bisschen mit übersinnlich. Das ist ja ein bisschen verpönt und entweder hat man da Interesse oder nicht. Also ich habe mir schon denken können, $50 ist tatsächlich ein bisschen viel gewesen. Aber ich sag mal, wenn es gerade funktioniert und ich sag mal, man finanziell nicht gerade schlecht gestellt ist, habe ich gesagt, okay, das wird mal was. Und für alle weiteren Fälle lässt so eine Karte rüberwachsen, haben wir immer noch. Und du siehst, dass er ein Jurist ist in einer Anwaltskanzlei hier aus New York. Oh, sehr interessant. Ich würde mir nochmal die Karte angucken, weil ich nochmal den Namen lesen muss. Ja, du siehst da drauf stehen Dr. Timothy Arrell. A-R-R-E-L. Timothy. Also T-I-M. T-E-M. Also Tim. Tim, ja. Und dann O-T-H-Y. Okay, Timothy. Arrell. Dr. Timothy. Der Name A-R-R-E-L. Arrell. Jurist. Genau. Und während du seine Karte studierst, was macht denn unser lieber Ernest? Ich würde zu einem Fensterplatz gehen, wenn da einer noch wäre. Also du kannst entweder einen Platz machen, dass du von dir aus dem Fenster rausgucken kannst, oder du kannst dich ans Fenster setzen, dass du zumindest, wenn du den Tisch vor dir hast, das Fenster im Rücken hast. Aber du kannst die Stühle auch jederzeit drehen, wie du möchtest. Also ja, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Platz nehmen aus dem Fenster rausgucken zu können. Mhm. Okay, dann könntest du dich jetzt entweder ein bisschen weiter auch zur linken Seite setzen. Da wäre das Pärchen, sag ich jetzt mal so, also Mann und Frau, die sich dabei unterhalten. Oder halt so ein bisschen weiter rechts, wo du jetzt im Moment den Noah und den Herrn Arrell hast. Dann zu dem Pärchen erstmal. Zu dem Pärchen. Na, was machen Sie hier so? Also, was wollen Sie so auf der Fahrt erfahren? Die Dame guckt dich an und strahlende Augen. Du siehst so eine richtig junge Dame und schönen guten Tag. Ich bin die Miss Peters. Sag ruhig Cecilia zu mir. Mensch, ich bin ganz nervös. Hier so ein paar Geister und so und hier der Paul hier. Der ist unser Medium. Der steht wirklich in Kontakt mit den Geistern. Und das wird wirklich, ich bin total aufgeregt. Und wenn wir da wirklich einen Geist sehen und so, ich habe hier nur starke Männer um mich. Das heißt, ich werde mir da bestimmt keine Sorgen machen müssen, oder? Bestimmt nicht. Und Sie freuen sich da sehr drauf auf das Ganze?
Oh ja, auf jeden Fall. Und du merkst wirklich, dass die sämtliche Emotion, die dir versucht, wirklich auch darzustellen. Das heißt, sie ist mit ganzem Körpereinsatz wirklich mit dabei. Und also dabei. Und der Mann so nebenbei, guten Tag, ich bin Paul Lemont und ja, das Medium. Guten Tag. Ach, hallo Paul. Also, Sie sind ein Medium, Sie haben mit Geistern Kontakt. Wenn ich das richtig verstanden habe von Ihrer Frau oder Freundin. Das ist eine Bekannte. Ich habe sie jetzt auch gerade frisch kennengelernt und Cecilia auch so, ja, wir haben uns kennengelernt und wir verstehen uns auch super. Und du siehst, wie Paul das tatsächlich ihm so ein bisschen unangenehm ist. Ja, nein, also es ist schon so, dass das tatsächlich mein täglich Brot ist, sagen wir mal so. Also ich verstehe mich auf den Kontakt mit den Geistern, diese herzustellen und ja, und so bin ich dann halt durch meinen Manager jetzt dann auch auf diese Runde gestoßen. Ach so, okay. Und Sie wollen dann wahrscheinlich auch mit diesen Geistern da in dem Haus kommunizieren, oder? Das ist mein Job für dieses Wochenende, genau. Einmal zu schauen, was es mit dem Geist auf sich hat, was mit ihm denn so passiert ist, aus welchem Grunde er keine Ruhe findet und ja, in erster Linie, ich denke mal, das wird ja auch ihr Anstreben sein, den Geist die ewige Ruhe zu geleiten, dass er nicht mehr rumspuken muss, wie ich denke mal die meisten Leute das im Fachjargon benutzen. Wird wahrscheinlich schön sein für den Geist, wenn er da sich zur Ruhe legen kann. Das wollen wir hoffen, jawohl. Geräuschvoll und mit Schwung klappt die Hintertür auf und ein übermotivierter Mann kommt mit einem breiten Grinsen in den Raum. Hallo zusammen und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Er schaut einmal in die Runde. Ach, wie ich sehe, Sie haben schon Platz genommen. Sehr schön. Ach, die ersten Getränke sind auch schon genommen. Mensch, na herrlich. Haben Sie denn noch etwas von dem kühlen Nass für mich auch überlassen? Ich sehe schon, da ist eine weitere Flasche. Und er geht, drückt im Kraftarmer so an das Glas und schüttet sich noch was ein. Wo ich gerade dabei bin, noch jemand schaut in die Runde. Noch jemand einmal nachfüllen Wasser? Ich schüttel den Kopf. Ich auch, ja. Okay, dann alles umso mehr für mich. Er leert einmal erst und trinkt sich nochmal nach, stellt sich dahin. Ja, Mensch, das wird bestimmt ein Wochenende. Und sind Sie alle auch schon so aufgeregt wie ich? Bestimmt. Nee, aber deswegen sind Sie ja auch hier. Aber, ach, was müssen Sie denn noch von mir halten? Ach, er nimmt eine steife Haltung an, streicht sich so ein bisschen über sein Jackett, zwirbelt so ein bisschen an seinem kleinen, dünnen Oberlippenbart. Sie mögen mir diesen Fauxpas aber bitte entschuldigen, da vergaß ich in meinem Übereifer doch wirklich mich vorzustellen. Das wird aber auch wirklich ein fabelhaftes Wochenende, was Sie, meine Damen und Herren, erwarten wird. Och, hatte ich Ihnen schon gesagt, dass ich total aufgeregt bin? Sie werden sicherlich auch in Kindern und Kindeskindern davon erzählen, sofern Ihr Herz das mitmacht, meine Damen und Herren. Naja, aber ein klein wenig Ernsthaftigkeit muss noch sein, denn wie Sie wissen und vor allem hergeführt haben, werden wir mit dem Jenseits in direkten Kontakt treten. Und er geht zwei Schritte weiter nach vorne. Paul Lemont hier und legt ihm dem schüchternen Mann vorne eine Hand auf die Schulter, dem das wirklich absolut unangenehm ist, wie der Mann gerade auftritt. Das ist Ihr Hellseher und Medium für dieses Wochenende. Und mit seiner Hilfe werden wir in einem, halten Sie sich fest, echten Spukhaus Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen und dem dort heimischen Geist den Weg ins Licht weisen. Mr. Whitefield, hört ihr eine energische Stimme vom Fenster her. Ich bin zwar auf Ihre Hilfe angewiesen, beziehungsweise auf die Hilfe von Mr. Lemont, und da er über Sie zu buchen ist, habe ich dieser Art von Veranstaltung zugestimmt. Unterlassen Sie umgehend Ihre reißerische Sprache und kommen Sie zum Wesentlichen. Ihre Vorstellung erwarten die hier Anwesenden auch im immer noch. Herr Whitefield, Sie haben natürlich recht, Mr. Carrington. Entschuldigen Sie, und sichtlich betrübt. Whitefield, der Name Herbert Whitefield,
und wie Sie richtig vermuten, der Veranstalter dieser Erlebnistour. Ich darf ihn... wir können uns aber auch sofort auf den Weg machen und auf der Fahrt werde ich dann alle offenen Fragen noch gerne beantworten. Im Vorfeld dürfte ich Sie allerdings bitten, noch eine kleine Formalität zu klären. Sie müssten mir dann noch eine Verzichtserklärung bitte unterschreiben, dass, sollten Sie wirklich irgendwelche schwachen Gemüter haben oder irgendwelche Probleme, dann müssten Sie das bitte jetzt sagen. Und währenddessen geht er rum und teilt jedem von den anwesenden Herren tatsächlich einen kleinen Zettel aus. Den müsstet ihr jetzt auch sehen. Möchte das einer von euch bitte auf einmal vorlesen? Soll ich? Oder? Achso, ja, du kannst gerne lesen. Okay. Übersinnliche Erkundungsfahrt mit Paul LeMond. Der die Unterzeichnende erklärt durch seine ihre Unterschrift, dass er sie körperlich vollständig gesund und nicht von nervösem Gemüt ist. Und an oben genannter Veranstaltung sich ausdrücklich auf eigenen Wunsch und Gefahr hin beteiligt. Unter keinen Umständen können etwelche Regressforderungen geltend gemacht werden. Während ihr fleißig am Durchlesen seid und so ein bisschen nach einem Stift guckt, da liegen tatsächlich auf dem Tisch nur zwei Stifte, müsste er so ein bisschen warten, bis der eine fertig ist und dann, es dauert also einen kleinen Augenblick. Und Mr. Whitefield geht währenddessen an die Hintertür, öffnet diese und er winkt einmal kurz nach draußen und dann hört ihn sagen, Bud, hier das Gepäck der Herrschaften, kannst du schon mal bitte sicher verstauen? Jo, mache ich. Und eine etwas kräftig gebaute, definitiv Arbeiterperson kommt rein und fängt an, das eine oder andere Kofferstück mitzunehmen. Die Dame am Eingang, also die etwas ältere, unwirsche Dame, die geht ohne ein Papier unterschrieben zu haben, nimmt sich ein Paket, aber geht selbst mit ihrem Paket, also mit ihrer Tasche, Richtung Bus. Was wollt ihr tun? Ich bin gerade dabei, diesen Zettel durchzulesen, unterzeichne den. Und würde halt, ich weiß nicht, was jetzt gerade gesagt wird, ob ich den liegen lassen soll oder den in die Hand drücken soll. Das kannst du entscheiden. Er hat nichts gesagt. Er schaut jetzt auch, ob der ein oder andere fertig ist und dann wird ihm schon der ein oder andere Zettel entgegengereicht und er nimmt den einfach. Achso, okay, dann unterzeichne ich den, stehe auf und hier bitte sehr, Mr. Whitefield. Ja, danke schön. So, und wenn meine Tasche noch nicht genommen wurde und weggebracht wurde, würde ich die nehmen und selber tragen. Kannst du machen, deine steht noch da. Das ist die letzte mit in der Reihe, deswegen sind erstmal die Pakete der anderen oder die Gepäckstücke der anderen drin. Ja, genau. Also es geht jetzt in den Bus, ja? Genau, es geht in den Bus. Genau. Gut, dann würde ich mir jetzt meine Tasche schnappen und auch Richtung Bus gehen. Okay. Noah? Und ich Ernest? Ja, ich würde auch den Zettel nehmen und unterschreiben, dann, wenn ich, sobald ich einen Stift habe. Mhm. Und ihn dann auch an den Whitefield abgeben. Gut. Ja, sehr schön, die Herren. Das sieht doch gut aus. Und mit einem Schmunzeln, der Dr. Errol, den ihr gerade schon kennengelernt habt, nimmt den Zettel auch, macht da mehr oder weniger nur drei Kreuze hin, grinst in sich und gibt den Zettel und murmelt so vor sich hin, dass das Ding keine Gültigkeit hat. Das sieht wirklich jeder. Hörst du so leicht so im Vorbeigehen? Na, dann würde ich mich auch auf den Weg in den Busch machen. Gut, ihr geht Richtung Reisebus. Und nach und nach. Schönes Teil. Schönes altes Teil. Ja, und ihr erblickt auch den Bus jetzt das erste Mal, dass das jetzt euer Gefährt für das Wochenende sein soll. Und
Das Erste, was ihr so denkt, ein Doppeldecker? Sieht schon ziemlich cool aus, aber nein, es ist tatsächlich einer nur mit hochstellbaren Fenstern und was auch auf sehr viel Stauraum möglich ist. Plus, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr halt reingeht, auch wirklich aufrecht zu laufen in den Bus, um auf eure jeweiligen Sitzpositionen nachzukommen. Und ja, so geht ihr Richtung Bus und ja, Herbert Whitefield steht auch vorne und dirigiert so ein bisschen und guckt dann, ja, Sie dürfen gerne schon rein, wenn Sie möchten. Sie können sich einfach jederzeit irgendwo Platz suchen. Nur bitte nicht direkt vorne, neben dem Fahrer sitze ich. Klar, danke sehr. Okay. So, ja. Dann gehe ich rein und wo ist Platz? Ist überall frei. Du bist tatsächlich jetzt als einer der Ersten eingestiegen. Okay, dann möchte ich so ein bisschen mittig vorm Bus sitzen, auf der linken Seite. Ja, dir fällt auch direkt, als du reingehst, erstmal auf, dass die hinteren drei Bankreihen ausgebaut sind und da tatsächlich eure Koffer verstaut werden. Ah, okay, dann würde ich da auch meinen Koffer hinzustellen. Ja. Du bist tatsächlich der, der es vorne mit dazugenommen hat. Die anderen, also von hinten hat der Bus eine kleine Tür, die ist aufgemacht worden und von da ist Bud die ganze Zeit dabei, die Klamotten einzuladen. Guck dich so ein bisschen an, aber sagt nichts weiter und lädt weiter ein. Cool. Ja, gut, dann ich nehme erstmal Platz. Ja. Ich würde mich vorne links hinsetzen. Ja. Also ein bisschen zweite Bankreihe oder irgendwie so. Mhm. Dann kommt Paul Lamont mit der quirligen Cecilia an seiner Seite, die pausenlos auf ihn am Einreden ist. Und dann so, setzen wir uns dann gleich zusammen hin, dann können wir ein bisschen quatschen. Aber ich meine, ach, wir werden noch so viel Zeit an dem Wochenende haben, um uns richtig kennenzulernen. Und Sekunde hier, das Gepäck, das ist, da ist ein Hut drin, der bitte oben. Und sie geht hinten hin und fuscht so ein bisschen Bud dazwischen mit den Klamotten und möchte halt immer so ein bisschen helfen und sagt, hier, da, das bitte dahin. Und ach, und Bud, ja, geben Sie her. Nimmt den, schmeißt den einfach nach links rein und Hut, Karton, oben hin. Nee, der ist doch von... Madame, das ist ein Karton, um den Hut zu schützen. Der Karton hält ein bisschen Schaden. Ja, aber der Karton selber, der ist auch so schön und fein. Haben Sie denn nicht das schöne Blumenmuster gesehen? Und wie wäre es, wenn Sie sich einen Karton für den Karton des Hutes besorgen? Die ist erstmal sprachlos. Okay, dann hört ihr dann aber auf einmal von etwas weiter außerhalb des Busses. Paul, mein Lieber, so warte doch. Gut, dass ich dich noch erwische. Und ihr merkt so eine ältere Stimme, die da aufgeklungen ist. Und vermute mal, ihr werdet in die Richtung blicken, denn es ist wirklich eine prägnante Stimme gewesen, die da gerufen hat. Und ihr seht, dass eine kleine ältere Frau angestaxt kommt, sehr stark geschminkt in eine teure, sehr schicke, wenn auch für euren Geschmack etwas sehr bunte Perline gekleidet, eine dicke Decke unter den einen Arm hat und in der rechten Hand eine Keksdose hält und damit geradeweg auf Paul zustaxt. Und Paul schaut an, oh nein. Und ich dachte, du könntest vielleicht noch eine Decke gebrauchen, falls es kalt wird. Und dann habe ich dir doch deine Lieblingskekse backen. Oh, danke, Mama. Aber wir haben doch Sommer. Werde ich die Decke sicherlich nicht brauchen. Und du merkst so, wie die ältere Dame so, einmal so, du hast da noch einen kleinen Fleck, noch einmal über die Wange und so. Einmal die Wange sauber machen. Ach, Mama, lass das doch jetzt. Und ihr merkt wirklich, wie er knallrot anläuft. Und ja, ich fremdschäme mich einfach mal ein bisschen und guck mal aus dem Fenster raus. Ja. Und ja, so drückt sich das so ein bisschen. Ja, Mama, danke schön für die Kekse. Ich meine,
Das Wetter, wie du siehst, hat sich auch aufgeklärt und es ist ja auch nur ein Wochenende und du weißt, ja, dann, es passiert schon nichts, ist alles okay, wie immer, du weißt das, ja, aber du weißt, ich mache mir immer Sorgen um dich, mein Kleiner, und, aber pass gut auf dich auf und winkt nochmal so in die Runde und sie achten auch gut auf meinen Jungen, ne, dass dem nichts passiert. Und dann geht Paul Decke unter dem einen Kekse in die andere und geht bedroppelt, aber relativ schnell tatsächlich dann in den Bus und setzt sich erstmal auf den ersten freien Platz, den er findet, und Mütter. Die meinen es gut, aber naja, zuckt so ein bisschen die Schulter. Ernest, du hattest gesagt, du bist in dem zweiten Sitz? Und zweite Sitzreihe. Zweite, dann sitzt er genau vor dir und wendet sich dir zu. Ist ihre Mutter auch so? Nee, meine Mutter ist da ganz anders. Ach, ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen überkommt. Ne, machen wir nach. Ja, Mutter, und du hörst von draußen. Du achtest aber schon auf dich, habe ich dir doch gesagt. Und dann kommt jetzt auch Herr Whitefield an. Und Madame Le Mans, jetzt müssten wir aber dann so langsam auch aufbrechen. Wie Sie sehen, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und Sie wissen, Ihr Paul ist bei mir tatsächlich in den besten Händen. Und ja, achten Sie auf ihn. Und ja, ihr hört hinten, wie die Tür des Gepäckraums zugeht. Die letzten Koffer sind eingepackt. Und auch der Busfahrer kommt noch vor, nach euch vorne gelaufen, steigt ein, drängt sich an zwischen den beiden durch, steigt ein. Und ja, Frau Le Mans, also dann, wir sehen uns dann am Sonntag, wenn wir wieder zurück sind, und bis dahin dann alles Gute, und geht währenddessen rein und macht hinter sich die Tür auch gleichzeitig zu, während Frau Le Mans dann so draußen an der Tür steht und dann immer noch so ein bisschen auf spitzen Zehen, seht ihr sie immer so ein bisschen hoch, noch so ein bisschen guckt, und dann der Bus einmal kurz rumpelt und dann auch so leicht Fahrt aufnimmt, und ja, ihr seht Paul dann auch nochmal winken, anstandsmäßig, ein bisschen grinsen, ja, tschüss, Mama. Und ja, auch wenn ihr nach draußen guckt, seht ihr tatsächlich, dass Frau Le Mans so lange hinterher winkt, bis der Bus nicht mehr zu sehen ist. Boah, endlich, das kann sich ja keiner antun. Naja, was heißt antun? Ich meine, sie meint es ja gut. Ach so, okay, das kam lauter rüber als gedacht. Ich wollte es eigentlich so in mich hineinbubbeln. Ja, aber ich habe gezwungenermaßen ein sehr gutes Gehör. Er schaut also tatsächlich so ein bisschen so in deine Richtung. Es ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich sehe es ja genauso. Ich würde das, ja, wenn ich das muss sagen, da vielleicht so ein bisschen als Überkompensation ansehen. Denn, ja, mein Vater ist gestorben, als ich noch ganz klein war, und seitdem hat meine Mama mich ganz alleine aufziehen müssen. Und da sind die Bände tatsächlich etwas fester geknüpft, was ich so zumindest festgestellt habe, wie es so bei anderen Familiären sind, die noch nicht so früh einen Tod zu verdauen hatten. Naja. Ah ja. Sehr interessant. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn man den Vater verliert. Ja, das stimmt. Ja, die Krankheit. Das kam jetzt gerade akustisch nicht an. Ja, die Krankheit hat er einfach. Ach so. Ah, okay. Ich gehe darauf nicht weiter ein, also mein Typ interessiert sich nicht dafür. Ja, schon klar. Absolut in Ordnung. Und so rumpelt der Bus also dann gemütlich über den Weg, und es dauert auch tatsächlich nur ein paar Minuten, beziehungsweise vielleicht doch so 10, 15 Minuten. Dann hat der Bus die Überlandstrecke erwischt, und das geht tatsächlich ein bisschen ruhiger zu.
Um euch herum ist Cecilia eigentlich immer so dieses Stehaufmännchen, mal hier an dem Platz, mal an dem Platz. Und versucht halt immer wieder mit dem einen oder mit dem anderen zu quatschen. Und ja, kurz bevor sie sich tatsächlich neben Mr. Whitefield setzen kann, dreht er sich um. Nun, meine Herren, ich will Sie aber auch, glaube ich, im Unklaren lassen, wo unser genaues Ziel ist. Denn ich denke mal, das werden Sie ja wissen wollen. Uns erwartet ein wirklich kleines, wundervolles, abgelegenes Bauerndorf in New Hampshire, in der Nähe von New Hampshire genau gesagt. Und zwar ist unser Ziel Corbis Wood, um es genau zu sagen. Und Sie werden sehen, es wirkt fast wie in der Zeit eingefroren. Also wirklich ein kleines, zauberhaftes Dörfchen. Nicht viele Bauern dort ansässig. Ich habe jetzt die Leute nicht gezählt. Und bei meinem Besuch, lassen Sie mich vielleicht schätzen, 300 Leute, 400 Leute. Ich weiß nicht, wie viele da tatsächlich wohnen. Auf jeden Fall alles schön klein und überschaubar. Und dort ist das Anwesen des hier anwesenden Robert Carrington. Entschuldigen Sie, dass ich selber auch ein bisschen aufgeregt bin. Ich sagte ja schon, was uns dort erwarten. Er bietet hier die Möglichkeit immer, dass ihr etwas machen könnt. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Monolog machen, deswegen mache ich da so etwas längere Pausen. Ja, ist schon verständlich, aber ich wäre bei einer Veranstaltung, höre ich mir das auch im Prinzip alles an. Also ist für mich nicht normal, dass da jemand irgendwas sagt dann. Gut, nee, wenn ich das weiß, ist kein Ding. Ich habe nur nicht das, ich habe im Moment nur das Gefühl, weil ich ja mehrere Charaktere mache, dass das ein riesiger Monolog von meiner Seite ist. Ja, es ist leider in diesem Moment so, aber es passt einfach nicht, da was zu sagen. Okay. Ich gebe das nur hin und dann weiß ich Bescheid. Das Haus des Robert Carrington, das ist auf einem kleinen Hügel gelegen. Tatsächlich etwas nicht abseits des Dorfes, aber tatsächlich eher oberhalb des Dorfes. Sie werden schon sehen, es ist wirklich ein sehr großes Gebäude. Nicht schlossartig, aber schon ziemlich geräumig für unsere aktuelle Zeit. Und im Dorf selber ist das Haus allerdings eher unter dem Namen Tannerhill House bekannt. Ich meine, das müsste, glaube ich, dem Bauherrn geschuldet sein, der es damals gebaut hat. Er schaut sich so ein bisschen um. Mr. Carrington, wüssten Sie durch Zufall? Nee, Sie machen das schon. Okay. Müsste das seinerzeit gebaut haben. Ich weiß jetzt leider nicht genau, in welchem Jahr das war, aber Sie werden begeistert sein. Das Anwesen selber ist eine Augenweide und allein wenn wir da hinkommen, Sie werden schon sehen, das ist ein, ja, ich hatte ein Spukhaus gesprochen und es ist tatsächlich ein Spukhaus, denn Sie werden einen wohligen Schauer fühlen, wenn Sie da hinfahren. Auch das war bei meinem ersten Besuch tatsächlich der Fall. Und er beginnt wieder so ein bisschen an zu faseln. Okay, ich bremse mich mal an dieser Stelle selber, denn Sie werden es nachher alles selber sehen. Denn genau auch dort werden wir das ganze Wochenende verbringen. Mr. Crinken war bereit, uns das komplette Anwesen dann auch zur Verfügung zu stellen und nicht nur für die Seancen uns zur Verfügung zu stellen, die Mr. Lemont leiten wird, denn auch dort dürfen wir dann komplett nächtigen. Für die Verpflegung, da haben wir unsere gute Martha mitgenommen und er deutet auf die etwas miesepetrig dreinguckende Dame, die in der letzten Reihe sitzt und sie einfach nur nickt. Ja, sie ist also eine Perle der Kochkunst und da brauchen wir uns wirklich um nichts Sorgen zu machen. Wie Sie gesehen haben, wir haben auch Einkäufe damit, wir haben frisches Obst, wir haben Gemüse, wir haben Fleisch. Also für ihr komplett leibliches Wohl wird gesorgt sein und
Wie Sie wissen, oder wie ich Ihnen gerade auch schon angedeutet hatte, ist das Anwesen natürlich sehr alt und dementsprechend dürfen Sie natürlich das dortige Mobiliar benutzen. Für alle die, die jetzt allerdings in den Betten vielleicht nicht so liegen möchten, wir haben auch ausreichend Feldbetten mit dabei, die wir dann nach Bedarf Ihnen jederzeit zur Verfügung stellen können. Ebenfalls natürlich, so gehört sich das, auch frische Bettwäsche. Und ihr merkt, jetzt kommt er immer ein bisschen mehr ins Faseln, als er merkt, es ist weniger Resonanz und auch so den etwas tadelnden Blick von Mr. Carrington erhascht, wird er ruhig und sagt, genießen Sie dann die weitere Fahrt. Sollten noch Fragen bestehen, stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Und er dreht sich wieder so ein bisschen um und ja, schaut auch die Landschaft sich an. Ich habe währenddessen ein bisschen mein Notizbuch rumgeschrieben. Mhm. Das, was er so erzählt hat. Okay. Möchtet ihr sonst was tun? Erstmal. Nee. Momentan noch nicht. So geht also dann die nächsten 2 Stunden, gehen knapp ins Land. Das ist also tatsächlich ein etwas längerer Weg, allerdings noch überschaubar. Und Mr. Whitefield gibt sich redlich Mühe, den Entertainer zu spielen, wenn er merkt, in seinen Augen eine unangenehme Stille. Tritt ein, versucht er halt alles Mögliche, um da wieder ein bisschen in die Stimmung reinzukommen. Mr. Carrington ist eher dann derjenige, der da so den Riegel dann vorschiebt und immer wieder auf die Ernsthaftigkeit des eigentlichen Anwesens, des eigentlichen Treffens, ja, hinweist. Und ja, so wird die komplette Fahrzeit mit Smalltalk in diversen Richtungen ausgefüllt, mit Leben erfüllt, sagen wir mal so. Und nach 2 Stunden nähert ihr euch dann tatsächlich einem kleinen Dorf. Ihr kommt erst vorbei an beiden Feldern, die einige in Blüte stehen, einige abgeerntet sind. Bei einigen werden Felder bestellt. Also ist normales Bauernleben halt dran und ihr fahrt auch schnurstracks durch das Dorf durch, denn kaum nachdem ihr drin wart, ist es nämlich auch schon vorbei, das Dörfchen. Das ist sehr überschaubar und ihr seht auch schon direkt, wo euer Weg hinführt. Das ist also ein kleiner Serpentinenweg, der um ein kleines Hügelchen aufführt und obendrauf thront tatsächlich ein sehr ansehnliches Haus. Ich würde sagen, vielleicht 2 Stockwerke plus Dach. Zumindest, was man jetzt so als erstes sehen kann. Und ja, da fährt auch der holprige Weg nach oben. Ihr merkt tatsächlich, der Weg da hoch ist ein bisschen unebener. Es werdet ordentlich durchgeschüttelt und gerüttelt. Und ja, dann seid ihr aber tatsächlich dann auch oben vom Gebäude. Herbert Whitefield steht auf, nachdem der Bus wirklich zum Stehen gekommen ist. Ja, meine Herren. Meine Herrschaften, meine Damen, wie Sie sehen, das ist das wunderschöne Anwesen. Das Haus ist seit Jahren unbewohnt, rustikal gehalten und komplett möbliert. Ich würde sagen, du kümmerst dich schon mal um die ganzen Sachen, trägst die entsprechend rein. Martha, Sie werden sich schon mal Küche, ich weiß, um die Küche kümmern. Genau, und die Rest der Herrschaften. Ach so, ich vergaß Ihnen zu sagen, Strom und Warmwasser werden Sie hier natürlich nicht finden, aber ich denke mal, in einem Spukhaus werden Sie auch sowas nicht erwartet haben. Wir haben aber ausreichend Öllampen sowie Kerzen haben wir da und genug Brennholz ist ebenfalls da, also sollte Ihnen nach einem Bad sein, können wir auch entsprechend Wasser für Sie anheizen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich würde sagen, ja, wir haben jetzt den Blick auf die Uhr, kurz noch 7. Ich würde sagen, nachdem wir das Gepäck jetzt ausgeladen haben, Sie können sich erstmal gemütlich das Haus anschauen.
ich würde jetzt sagen, toben Sie sich aus, schauen sich um, gucken sich alles an und suchen Sie sich ein Plätzchen aus, wo Sie nächtigen wollen. Lediglich oben in der ersten Etage auf der rechten Seite ist ein großes Schlafzimmer, das werden Sie schon sehen. Das ist das Schlafzimmer, was dann für Paul und meine Wenigkeit reserviert sind, denn Paul immer muss halt diese Seancen, Sie werden es verstehen, die sind sehr kraftanstrengend und da muss er entsprechend Ruhe haben und dafür bin ich halt da, um die Ruhe zu gewährleisten. Und ihr merkt, wie Paul Le Mans dran an der Seite geht und auch da wieder schon so das Gesicht hat, ach, eine neue Mutter sozusagen. Dieses Gefühl kommt zumindest auf, aber er fügt sich und ist okay, nimmt seine Klamotten und geht auch schon mal ins Haus. Wenn es die Herrschaften, wenn es denen recht ist, würde ich für, sagen wir, 20 Uhr Essen ansetzen. Ich denke, unsere gute Martha wird das schaffen. Was meinen die Herren? Ist das okay, so um 8 Uhr? Ja, das passt. Okay, dann würde ich sagen, dass wir dann um 8 Uhr das Essen machen. Das werden wir dann im Speisezimmer einnehmen. Ja, und bis dahin viel Spaß. Danke. Angehen. Und ihr merkt, wie jeder der Personen halt rausgeht. Cecilia ist wieder ganz fleißig dabei, sind wir als erstes hin. Dass das Päckchen mit ihrem Hut, den sie ja auf jeden Fall hat, und sagt dann, ja, und dann das und das dahin und das dahin. Und Bud nimmt die Koffer, stellt sie einfach da vorne hin, stellt sie daneben, neben dem Bus, da. Danke, danke. Ich schaue dann selber, wo ich hinlege. Genau, hört ihr Bud sagen. Und ja, so geht es halt. Einige nehmen schon ihre Klamotten mit rein. Auch Paul Le Mans und Herbert Whitefield gehen schon rein. Martha ist schon längst verschwunden mit ihren Klamotten. Und was wollt ihr denn so Schönes jetzt tun? Das ist aber ganz schön viel passiert gerade. Jetzt stehe ich da immer noch im Bus. Eigentlich hätte ich jetzt währenddessen schon meine Tasche genommen, wäre losgezogen. Du, das kannst du machen. Du hast währenddessen deine Tasche genommen. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt nichts gemacht habt. Es kann ja sein, dass du sagst, ja, ich stehe jetzt im Eingang oder irgendwie so. Achso, okay. Ja, das ja, nee, ich hätte währenddessen Bad schon ausgeräumt hätte, hätte ich auch wieder meine Tasche, die ja weiter innen drin steht, genommen und wieder rausgestolziert. Ja, hast du getan. Du kannst auch jetzt im Nachhinein beschreiben, das, was du gemacht hast. Es ist ja immer nur, irgendwo muss ich was erzählen und dann hast du gemacht, in der Zwischenzeit hast du das getan. Wenn du natürlich sagst, du möchtest vorher noch mit einer Person reden oder ähnliches, dann sagst du halt, Sekunde, ich halte Person XY noch am Gehen auf. Das machen wir. Es ist im Moment ein bisschen viele NPCs, die einfach da sind. Da kriegen wir noch so ein bisschen Feeling für rein. Das wäre ja für mich das erste Mal. Ja, ja, ja. Nee, ich muss erstmal ankommen, bevor ich überhaupt mit jemandem rede. So, ja, ich hätte mal jetzt Tasche genommen und wäre reingegangen. Jo. Also so langsam Schritt ist, hätte mal nach links, rechts geguckt, so ums Haus herum. Also wenn ich aufs Haus zulaufe, nach links, rechts, so was ich so da sehe. Ja, das siehst du tatsächlich nicht viel. Also du kannst natürlich einen super Überblick über die ganze Gegend haben, weil das wirklich hügelig ist. Allerdings siehst du, es ist sehr alt und schon lange nichts mehr getan worden hier in dem Haus. Überall ist Unkraut, hoch, klein, Ewigkeiten nichts gemacht. Das Haus selber sieht wirklich sehr alt aus. Nicht baufällig, aber sehr alt. Und auch wenn du so über die Veranda hinweg guckst, da siehst du so ein paar kleine Stühle, die da aufgestellt sind, also so ein paar Schaukelstühle und auch so ein paar leere Blumenbötteche, wo vorher dann wahrscheinlich mal Pflanzen drin waren oder so. Aber ansonsten ist da nichts, was ja in irgendeiner Art und Weise heraussticht. Ne? Blumen, klar, ein paar Bäume. Aber ansonsten halt merkst du, dass das Gebäude tatsächlich auch auf dich eine düstere Atmosphäre macht. Je näher du hinkommst, desto eher bist du am Erschauern. Okay. Ja. Gut. Ja, ich würde mir dann auch, nachdem der Whitefield dann mit seiner Rede da fertig war, hätte ich mir dann auch meine Sachen genommen
und wäre dann auch rein, hat mich auch nochmal umgeguckt, vielleicht vom Hügel auch runter auf die Landschaft. Hm? Du hast auch einen Überblick über die Landschaft und jetzt, wo du so ein bisschen so an den Rand gegangen bist und so nach unten gucken kannst, da siehst du tatsächlich das ganze Dorf. Das sind vielleicht 40, 50 Bauernhäuser. In der Mitte eine zentrale Kirche und da drumherum sind halt Felder gebaut. Alles schön angeordnet, also man kann deutlich sehen, dass es um die Kirche herum erwachsen ist. Das ganze Gelände und immer so ein bisschen wohl abgezwackt wurde von dem eigentlichen Feld, was drumherum ist. Genau. Und dann würde ich auch reingehen. Gut. Und jetzt, wo ihr beide tatsächlich ins Haus reingeht, dürft ihr beide einmal eine Probe auf MA machen. Oben rechts. Also, zuerst? Mach du zuerst. Ja. Nicht vergessen, was müssen wir sehen? Also, Mana ist 65 bei mir. Mhm. Okay, die 92. Soll ich erst würfeln oder möchtest du schon da sagen, was passiert? Nö, kannst du so machen. Kannst also direkt würfeln, meine ich. Okay. Gut, ich brauche eine 85. Mhm. Okay. Krass. Ihr beide betretet das Haus und ihr tretet rein, macht so die Tür auf und beide bekommt ihr wie so einen leichten Schlag in die Magengegend, allerdings eher so auf psychische Art und Weise. Ihr halt einen leichten Schwindel und ihr müsst euch erstmal so ein bisschen irgendwo festhalten. Euch wird für einen kurzen Augenblick wirklich schwarz vor Augen, so als wenn ihr euch überanstrengt hättet und so weiter. Also ihr merkt aber dann gleichzeitig aber auch, dass es wirklich vom Haus kommt. Im Augenblick, wo ihr festhaltet und das Haus anfasst, merkt ihr schon wieder, scheiße, das war nicht gut, das Haus anzufassen. Und dann ist schon wieder alles gut und ihr könnt wieder ein bisschen durchatmen. Aber einen Stabilitätspunkt dürft ihr euch abstreiten. Oh. Ui, ui. Also anscheinend nicht willkommen hier. Mensch. Das war ja was. Oh, hast du auch gespürt? Ja, ganz, ganz komisch. Boah, das ist richtig ekelhaft, dieses Gefühl. Das kannte ich nicht. Naja, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit irgendwelchen Zahnrädern zu tun hat oder irgendwie so. Oh. Ja, nee. erstmal wieder Luft holen. So. Gut. Dann suche ich mir erstmal einen Schlafplatz. So, ja, steht dann auch im Hausflur. Sozusagen. Da habe ich euch dann jetzt hier die Karte eingeblendet. Ich mache sie einmal eben auf, dass ihr sie unabhängig davon auch jederzeit nachschauen könnt. Kleinen Augenblick. Wo waren das denn? Ach, da. Okay. Nur, wie gesagt, falls die Einblendung in der Mitte zu groß oder zu klein ist, habt ihr hier die. Okay. Gut. Ihr seid also im Eingangsbereich. Die Eingangskeller selber ist leer gehalten. Da ist eigentlich wirklich nicht sehr viel zu sehen. Das Einzige, was auffällt, ist, dass an den Holzvertäfelungen, an den Seiten so Verfärbungen sind, so rechteckig. Als wenn da vorher mal Bilder gehangen haben, die dann wohl jetzt weg sind. Und eine Balustrade im oberen Bereich ist sehr schmuckverziert. Also macht einen sehr robusten Eindruck, aber auch das zeigt schon wieder, das ist eine Wertsteigerung des Hauses. Denn es ist nicht normal, sondern es ist einfach optisch was Schönes gemacht. Und da merkt ihr also, es geht auf jeden Fall in die erste Etage. Hm. Okay. Ich würde mich jetzt erstmal hier links in diesem Raum mal umsehen. Vielleicht habe ich da einen schönen Schlafplatz.
Ja, da können wir jetzt auch, da wir jetzt das erste Mal bei uns hier mit diesen mit den Karten arbeiten, dass ihr tatsächlich dann auch sagt, ich gucke mir dann jetzt, wo ihr wisst, den Raum 2 dann an. Wenn es ein offener Weg ist, dann könnt ihr das entsprechend sagen. Achso, okay. Na? Gut. Ja, also dann hätte ich mir jetzt Raum 2 angeschaut. Mhm. Das ist ja links von mir und ja. Da wäre ich jetzt mal reingegangen, hätte mal reingeguckt, ob da schon jemand sich niedergelassen hat. Das sieht nicht danach aus, also da ist bisher noch keiner drin. Das sieht eher nach einem Salon aus. Hier steht ein Sofa, zwei Sessel, ein Piano mit einem Klavierhäcker davor. All das sorgfältig mit Tüchern abgedeckt. Und dieser Raum macht auf den ersten Eindruck einen sehr gemütlichen Eindruck. Und im hinteren Bereich siehst du auch tatsächlich einen Kamin. Okay. Wird also wahrscheinlich eher so der Gemeinschaftsraum wohl sein. Ach so, also wahrscheinlich nicht so der Ort, wo nachher jemand schläft. Würdest du jetzt zumindest nicht sagen, dass das unbedingt ein Aufenthaltsort ist zum Schlafen? Okay. Dann wäre ich halt nochmal in Raum 3 gegangen. Ich wäre im Uhrzeigersinn mal rumgelaufen. Würde erstmal Ernest gerne fragen, was er macht. Ich würde mir gerne den Raum 5 angucken. So rechts zum Eingang. Gehst einmal nach rechts und siehst hier als erstes Martha, die dabei ist, die den großen Esstisch und die dazugehörigen 8 Stühle von einer großen Plane zu befreien und so kleine Laken abzuziehen. Und über dem Esstisch hängt ein Kronleuchter aus Zinn, da sind noch keine Kerzen drin, bietet allerdings Platz für Kerzen. Und ein großes Buffet steht an der Seite, ebenfalls aus Eichenholz, mit angelaufenem Besteck allerdings drauf. Einige Kerzen sind hier schon drauf und sind schon entzündet worden. Eine Öllampe trägt Martha gerade rein, stellt die mitten auf den Tisch, damit auch hier schon mal etwas steht. Angezündet ist noch nicht. Und auch hier steht ein Kamin an der linken Seite. Und in der Ecke siehst du halt, dass da wohl eine weitere Tür ist. Und da du Martha immer wieder da rein und rausgehen siehst, wo ab und zu dann ein bisschen Töpfe geklappert ist, würdest du auch schon sagen, ah, dahinter wird wahrscheinlich die Küche sein. Ja, okay. Und dann würde ich wieder zurück in den Flur und mich auch den Weg nach oben machen. Okay, während du nach oben gehst, siehst du, wie Noah links unten in den Raum in der Ecke geht. Noah, du betrittst eine für dich sofort auf dem ersten Augenblick eine Bibliothek und hier sind Bücherregale aufgebaut, allerdings zum größten Teil leer. Du schaust dich einmal kurz um und siehst überall, okay, da liegen noch ein bisschen ein paar alte Bücher, ein paar zerfetzte, kaputte Bücher, die irgendwo so ein bisschen ja, runtergefallen sind, wo wirklich keiner haben wollte. Und daneben siehst du dann aber auch, dass noch ein paar alte, langatmige, viktorianische Romane in den Bücherregalen stehen. Dann findest du noch ein paar Bücher über Gartenbau und einen Stapel vergilbter alte Zeitungen. Die Regale selber sind aber gut in Schuss. Und du würdest sagen, ja, einmal schön durchputzen und man hat wieder eine richtig ordentliche Bibliothek. Okay. Mhm. Ist das da ein Schreibtisch, was ich da noch sehe? Denn? Ja. Also die Bilder sind natürlich immer nur exemplarisch in dem Sinne, wenn ihr etwas finden wollt, kann ich euch das gerne machen. Allerdings nicht immer alles, was aufgeführt ist, ist auch wirklich da. Aber ja, da ist noch ein kleiner Sekretär mit einem Stuhl vor, wo man tatsächlich sich dann auch niederlassen kann. Ja. Ah, okay. Ich würde gerne mal schauen, ob ein bisschen vor kurzem Möbelrücken stattgefunden hat. Generell ist alles sehr staubig und daher ist es sehr schnell zu erkennen, dass das Mobiliar tatsächlich noch so steht, wie es wohl schon seit einiger Zeit ist. Ab und an merkst du allerdings, es wird jemand schon hier gewesen sein. Das kannst du allerdings aber auch Rückschlüsse halten darauf, dass ja Herbert Whitefield sagt, er wäre auch schon mal hier. Okay.
Dr. Errol kommt hinter dir ebenfalls gerade rein, schaut sich, oh, das sieht aber hier mal richtig schön aus. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Cool. Ich weiß nicht, haben Sie die anderen Räume schon gesehen? Na, nur links neben dem Haupteingang, da war so ein Gemeinschaftsraum. Ah, ich kam gerade. Den nämlich, und den hier. Ah, ich bin sofort erstmal Martha hinterher. Ich wollte einmal kurz wissen, was so mit dem Essen ist. Aber oh, sie ist wirklich ein bisschen einsilbig, die gute Frau. Aber ja, also Essen, ich denke, das wird schon ganz schön werden von uns. Ich hätte jetzt tatsächlich überlegt, meinen Sie, man könnte sich wohl hier auch niederlassen? Ja, ich denke, also die haben uns ja Feldbetten angeboten. Ich hatte auch überlegt, hier in diesem Zimmer zu nächtigen. Okay, dann machen Sie ruhig. Ich möchte mich da jetzt nicht aufdrängen. Ich würde mir dann tatsächlich erstmal die anderen Räumlichkeiten noch ansehen. Ich würde erstmal hier meine Sachen aber auf jeden Fall stehen lassen. Ich komme Sie dann nachher noch abholen, aber Sie haben zumindest es als erstes gesehen. Das heißt, Sie können Sie als erstes hier niederlassen. Gar kein Thema. Alles gut. Wenn, hätte ich auch kein Problem, wenn wir zusammen hier in diesem Zimmer sind. Also das ist egal. Ich gucke mich auch gleich noch um. Oh, das ist lieb. Ich meine, ich hätte da auch keine Probleme. Ich muss Sie allerdings vorwarnen, ich schnarche. Ja, willkommen im Club. Au. Oh. Sehr schön. Dann werden wir zusehen, wer von uns dann tatsächlich als erstes einschläft, damit der andere keine Probleme kriegt. Okay. Genau. Wir sehen uns und ja, geht wieder raus. So, ich würde aber meine Tasche auch da erstmal stehen lassen. Mhm. Honest, und, ja. Du bist in der ersten Etage. Achso, wolltest du wirklich hochgehen oder wolltest du nach rechts gehen? Weiter nach hoch, also so. Ich würde sagen, der geht hoch. Hochgehen. Nee, du wolltest wirklich hochgehen, okay. Genau. Er hat das zumindest mir gesagt. Genau. Dann kommst du jetzt da nach oben und auch hier stehst du erstmal mitten im Flur. Du siehst auf der einen Seite halt eine offene Tür. Da kannst du schon direkt sehen, okay, da ist der Boden gekachelt. Wird also wahrscheinlich sowas wie ein Badebereich sein. Zu deiner Rechten siehst du einen Vorhang flattern. Keine Ahnung, was dahinter ist. Der ist halt zu und ansonsten siehst du halt vier Zutüren. Okay, dann würde ich zu der Rechten gehen, also rechts von mir. Zum Raum 12. Würdest Raum 12. Du machst die Tür auf und siehst, dass Porn und Herb gerade dabei sind, da ihre Klamotten aufzustellen und dich dann am Link. Schönen guten Tag. Wir hatten uns jetzt noch gar nicht vorgestellt. Wie war doch bitte Ihr Name? Mein Name ist Ernest Goodwin. Herr Goodwin, ja, stimmt. Natürlich hätte ich drauf kommen können. Du hast zwar keine Ahnung, woher er das wissen sollte, aber ja, nee, ist natürlich klar. Und ja, den lieben Paul und meine Wenigkeit, den kennen Sie ja. Und das ist wie gesagt das Schlafzimmer, das wir dann ganz gerne für uns reservieren würden. Aber Sie dürfen sich gerne umschauen. Aber was sagen Sie denn generell zu der Atmosphäre? Ja, also die Atmosphäre ist generell so ein bisschen komisch hier drin. Ja, ist doch komisch, aber komisch im Sinne von seltsam, oder? Ist doch, haben Sie nicht auch einen Schaudern über dem Rücken gehabt, als Sie hier dieses Gebäude betreten haben? Und hier, fühlen Sie doch mal so an die Wand. Und er geht tatsächlich so an die Wand und hält die Hand da dran. Und machst du das auch? Na, ich hatte das schon gemerkt unten, als ich eingetreten bin. Das ist doch wirklich ein Spukhaus sondergleichen, oder? Ja, ich frage mich, was hier vor sich geht. Also es ist kein schönes Gefühl, wenn man hier reinkommt. Ja, aber schauen Sie erstmal um, wo Sie dann nächtigen können. Und dann würden wir uns dann, würde ich sagen, später dann beim Abendessen wiedersehen. Natürlich. Sehr schön. Ja, und die beiden sind wieder weiter am Auspacken. Dann würde ich direkt so wieder an der Treppe vorbeigehen und in den gegenüberliegenden Raum, also Raum 10, gehen. Einmal da gucken. Mhm. Du siehst ein kleines Schlafzimmer vor dir, deutlich zu erkennen. Da ist also ein
Bettgestell aus Eichenholz und ziemlich klein alles. Du siehst noch einen Nachttisch, eine kleine Kommode an der Seite und ein halboffenes Fenster, das ein bisschen frische Luft macht. Alles ist so ein bisschen staubverhangen, aber die Möbel selber sind auch hier zur Hälfte zumindest mit Laken bedeckt. Ja. Gut. Dann würde ich einmal in dem Raum, wenn da keine weitere Tasche ist oder irgendwie so, erstmal meine Tasche abstellen da. Ja, ist komplett frei. Könnte als dein Zimmer benutzen. Dann würde ich aber trotzdem gerne nochmal die anderen beiden Räume, die weiter unten, also hinter der Treppe lagen, hinter dem Geländer. Okay, das werden wir machen, dann schauen wir doch erstmal, was der Noah so schön. Ja, der Noah geht aus Zimmer 3 raus. Der Noah geht. Und, und ja, geht wieder ab zum Bus. Setzt sich rein, fährt los. Nein, Quatsch. Jetzt gehe ich erstmal Richtung 4. Also ich gehe Richtung 4. Ja, du näherst dich dem Raum, der auch schon für dich von der Akustik her sofort als Küche zu einzuschätzen ist, denn du hörst Töpfe und Pfannen geklapper, du hörst Geschirr. Da wird also fleißig schon gearbeitet und als du öffnest, als du die Türen dann auch weiter aufdrückst, weil die ist so halb geöffnet, siehst du einen altmodischen Herd, eine große Spüle aus behauenem Stein, sehr massiven Arbeitstisch mit Regalen, Töpfe, Pfanne, einfaches Serviergeschirr. Und zu deiner Linken siehst du eine offene Treppe, die nach unten führt. Also scheinbar wahrscheinlich Vorratsraum, würdest du jetzt sagen, wie es halt in solchen alten Häusern immer üblich ist. Und Martha ist halt dabei, zu schnibbeln, zu haxen, hat Feuer angesetzt, der Ofen wird schon vorgeheizt, Wasser ist obendrauf, das erste Wasser kocht, es blubbert. Sie nimmt von dir allerdings jetzt keine besondere Notiz. Okay. Schönen guten Abend, Martha. Wie lange arbeiten Sie hier schon für den Mr. Carrington oder Mr. Errol? Timothy Errol? Für das Wochenende angestellt. Wissen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, worum es hier sich so handelt? Haben Sie schon mal sowas gesehen, gehört? Ich koche hier nur. Können Sie mir sagen, was es heute Abend zu essen geben wird? Ich werde schmackhafte Suppe als Vorbereitung machen. Danach gibt es einen Entenbraten. Schön, klingt toll. Danke für das Gespräch. Sie kocht weiter, schnibbelt weiter. Okay, ich gehe wieder raus. Und gehe Richtung 5. Okay. Du gehst in das Speisezimmer. Auch dir eröffnet sich jetzt der Blick, den ich gerade sagte. Mhm. Cecilia sitzt mittlerweile allerdings hier am Tisch, nimmt den ersten Stuhl, setzt sich hin, rückt so ein bisschen, sieht dich noch nicht wahrgenommen, steht wieder auf, geht auf den zweiten Stuhl, setzt sich dahin, so ein bisschen rücken und als sie sich auf den dritten Stuhl setzt, von der aus an die Tür sehen kann, läuft sie knallrot an und sagt, ups, Türk. Ich teste immer ganz gerne die Sitze, von welcher Position aus man alles sehen kann und ach, Entschuldigung, sie müssen ja sonst, wer weiß was von mir halten. Entschuldigung. Vollkommen in Ordnung. Schönen guten Tag, also ich bin der Noah. Mit dem ich das Vergnügen? Ich bin die Cecilia. Cecilia Peters, Sie dürfen aber gerne Cecilia sagen. Oder sollen wir direkt beim Du bleiben? Ja, ne? Bleiben wir beim Du. Ja, haben damit angefangen. Dann können wir dabei bleiben. Okay. Cecilia
Moment, habe ich schon geschrieben den Season. Oh, das ist auch wieder so ein komischer Name. Wie wird der denn geschrieben? Mit C und dann, wie man es spricht, ein L in der Mitte. C, C, Lia. C. Ja, ach, ist egal. Aber wie du den Namen schreibst, ist ja für dich. Das sieht ja keiner. Ich sag mal so, also du möchtest irgendwann, dass wir die Einblendungen machen, wie eure Notizen aussehen. So in einem Was wäre wenn danach oder in der Nachbesprechung. Nee, danke. Nee, bitte nicht. Kommt nicht so gut. Mich auch. Ja, wie sind Sie denn dazu gekommen? Wie bist du denn dazu gekommen, hier mitzumachen? Also, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber ich bin tatsächlich über eine Annonce bei uns im New York Globe drüber gestolpert. Da stand dann drin von Spukschloss und Geister Kontakt aufnehmen. Und ich habe gerade auch so meine aktuelle spirituistische Phase. Nee, wie heißt das doch mal? Spirituaktilistische? Ach, Sie können mir da bestimmt heißen. Auf jeden Fall diese Phase, wo ich so mit Geistern ganz gerne in Kontakt treten möchte. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch genau das Richtige für mich. Ich glaube, du meinst spirituelle Phase? Ja, ich wusste doch, irgendwas mit Spiritus war das. Ja, ist auch nicht schlecht, das stimmt. Und selber, was treibt Sie hierhin? Ja, auch eine Zeitungsannonce gelesen und dachte mir, jo. Ich habe auch selber ein bisschen was über Okkultismus gelesen und mich informiert. Dachte mir, okay, könnte interessant sein. Kommen Sie auch hier aus New York, oder? Nee, ich komme aus... Ich hab's vergessen. Boston. Ich komme aus Arkham. Aus Arkham? Aus Arkham, das genau. Ist doch... da müssen Sie mir kurz helfen. Wo ist Arkham? Das ist jetzt aber auch gemein. Arkham kann überall liegen, ne? Nein, das ist in Massachusetts. Das liegt ja nicht überall. Das ist ja in Boston, Massachusetts. Das ist ja oben da diese... Ne? Eine Stunde Fahrt. Oh Mann. Okay. Arkham liegt bei Boston Boston, Massachusetts. Ich hab's beim letzten Mal hinbekommen. Ich find's schön. Dass uns das am allen so geht. Sehr gut. So, Arkham liegt über Boston, Massachusetts. Ich krieg's nicht hin, das letzte krieg ich nicht hin. Ach, Sie meinen Massachusetts da oben. Ja, da habe ich, das kenne ich, aber da selber war ich noch nicht. Aber da haben Sie doch eine lange Anfahrt bestimmt gehabt. Sie sind doch, lassen Sie mich näher ran, doch bestimmt 3-4 Stunden Zugfahrt, doch bestimmt, oder nicht? Ja, ja. Könnte sein. Kann auch 5 Stunden gewesen sein. Ich glaube, es gab Verspätung. Ach, die Deutsche Bahn fährt hier auch? Ja, die... Das haben expandiert. Die weitet sich momentan aus. Also, naja. Tschüss. Was machst du denn beruflich? Ja, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen unentschlossen. Aber ich bereite mich tatsächlich auf eine Schauspielkarriere jetzt vor. Ja, auch interessant. Oh ja, und... im Moment versuche ich tatsächlich da so ein bisschen Fuß zu fassen, aber bevor es jetzt tatsächlich ans Theater geht, da wollte ich mir dann tatsächlich jetzt hier nochmal eine kleine Auszeit nehmen und ja, mal so ein bisschen mit den Geistern in Kontakt treten. Und du merkst, dass jetzt von ihrer Fröhlichkeit so ein bisschen was weg ist. Aber sie versucht sofort die Fassade wieder aufrecht zu machen. Ja gut, das ist mir aufgefallen. Ja. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Hatten Sie denn schon mal Kontakt? Nein. Entschuldigung, nein. Also Kontakt, nein. Mit Geistern hatte ich jetzt... Nee. Also mit Geistern selber hatte ich jetzt keinen Kontakt. Wie kommen Sie denn da drauf? Ich meine, hatten Sie schon Geister, Geister mit Kontakt? Hatten Sie schon Kontakt mit Geistern? Und sie lächelt wieder. Also sie hat wieder normale Fröhlichkeit. Ich möchte jetzt gerne wissen, ob sie mich belogen hat. Dann würfel mal auf Psychologie. Okay. Ich brauche nur 39. Oh Mann, ich muss mal ein bisschen gucken, wo ich hier würfeln muss. Da. Oh. 29.
Ja, du merkst, dass sie also ein bisschen was zu verbergen hat, allerdings nicht, dass sie dich angelogen hat. Okay. Moment, was war denn das gerade? Sie hat gesagt, sie hat keinen Kontakt mit Geistern gehabt, aber. Richtig, es ist ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, aber sie hat dich nicht angelogen. Okay, aber ich weiß, dass da irgendwas ist. Moment, ich muss es kurz notieren. Wir können zu deinem Kollegen wechseln, wenn du möchtest. Ja, dann kannst du erstmal wechseln, genau. Okay, dann sind wir bei Ernest. Was machst du denn Schönes? Gut, ich würde, ja, wie gesagt, in den unteren Raum, wo ich, so in den Raum darunter, wo ich meine Sachen gerade abgestellt hatte. Raum 9, genau. Hier siehst du ein weiteres kleineres Schlafzimmer, wobei durch das große Bett, das Doppelbett, würdest du schon das eher vielleicht als großes Schlafzimmer kategorisieren, aber es kommt immer auf den Blickwinkel an. Jedenfalls hast du hier ein großes Bettgestell aus Eisen, ein Doppelbett. Es riecht leicht muffig und die federgefüllten Matratzen, die ja, haben definitiv bessere Zeiten schon gesehen, denn auch hier ist es nur halb abgedeckt mit einem Laken drüber. Daneben siehst du halt jeweils rechts und links einen Nachttisch und ein halboffen stehender leerer Kleiderschrank steht an der Ecke. Und das Fenster hier ist geschlossen, generell eigentlich eine ziemlich muffige Atmosphäre. Okay, dann würde ich einmal lüften und das Fenster einmal aufmachen. Du gehst hin, merkst es, es knarzt ein ganz klein bisschen, als du das hochschiebst und dann kannst es aber auch tatsächlich dann arretieren und frische Luft strömt dir entgegen und du merkst, dass wirklich das Haus so einen kleinen Luftzug jetzt hat, weil auch bei dir ist das Fenster auf, die Türen sind auf und da zieht richtig so die Luft jetzt einmal durch. Wunderbar, mal ein bisschen Luft hier drin. So, dann ja, würde ich gerne wieder raus und nach rechts abbiegen in den Raum 14. Wie machst du die Tür auf und. Oh, Entschuldigung, habe ich sie nicht gesehen. Der Herr Errol steht vor dir, also der etwas leicht beleibte Herr, den du jetzt selber persönlich noch nicht gekannt hast. Das ist der Herr, der rechts am Tisch saß, mit dem sich der Noah vorhin unterhalten hat. Und der steht jetzt halt vor dir, er sät fast zusammengepurzelt miteinander. Entschuldigung. Ach, Ja, weiß ich. ist ja nichts passiert. Aber, ach Mensch, die Tür war zu. Ich habe mir gedacht, guck mal um. Und dann kommen sie auf einmal hier rausgestürmt. Ach ja. Wir hatten aber, glaube ich, noch nicht das Vergnügen. Ne? Dr. Errol, mein Name. Timothy Errol. Hallo, mein Name ist Mr. Goodwin. Goodwin. Ernest Goodwin, Schönen genau. guten Tag, Herr Goodwin. Auch Sie hier, so ein bisschen, um die Spukatmosphäre zu genießen, denke ich mal. Oh, ich wollte mir das mal angucken. Bin da auch so ein bisschen interessiert dran. Also mal schauen. Ja, ich vermute, Sie sind in dem Raum vorher schon gewesen, weil ich hatte da schon, er deutet so nach rechts von der Position, also er deutet auf Raum 10 hin. Da war ich jetzt gerade drin, da hatten Sie sich, glaube ich, schon niedergelassen, ist richtig? Genau, da hatte ich meinen Koffer schon mal abgestellt. Ah, okay. Und was sagen Sie zu dem Raum hinter Ihnen? Ich meine, er lünzt so mal so ein bisschen rein. Das hat gerade ein bisschen muffig gerochen. Ich habe hier mal das Fenster aufgemacht. Ja, Also, aber ansonsten sieht's adrett aus, das oder? Was meinen Sie? sieht ansonsten ganz in Ordnung aus. Vielleicht müssen Sie sich das Bett mal angucken, ob Sie sich da hinlegen möchten oder irgendwie. Also ich hatte eh nicht vor, mich jetzt den hier heimischen Betten anzuvertrauen. Ich hätte da eher auf ein Feldbett zurückgegriffen. Ich meine, wie ich gesehen habe, dass unten am Eingang tatsächlich einige Feldbetten stehen, wurden wohl ein paar mehr Leute erwartet, als tatsächlich gekommen sind. Also ich werde mir tatsächlich einen, vielleicht nehme ich mir auch zwei Feldbetten, die ich einfach nebeneinander stelle, um etwas größeren Platz zu haben, wenn genug tatsächlich da sind. Aber schaut mal um, ja, dann würde ich tatsächlich mich dann hier, ja, schnuppert, ja, aber das ist nur Geruch, dann würde ich mich hier tatsächlich niederlassen wollen. Ja, können Sie das sehr gerne machen. Richten Sie sich ein. So. Sie müssen sich hier gegenüber mal den Raum angucken. Das ist richtig so ein reines Gruselzimmer. Es ist total kalt da drin. Okay.
Er dreht sich um und wir sehen uns dann alles weiter, machen wir danach beim Abendessen. Ich hole erstmal meine Klamotten, pack ein bisschen aus und mache mich dann auch so ein bisschen heimisch. Und mit den Worten ist er dann auch schon auf der Treppe und tuck, 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 geht nach unten. Ich würde dann, wie geplant, erstmal in Raum 14 gehen, bevor ich dann in diesen Spukraum gehe. Mhm. Dann schaust du in Raum 14. Ich mache den Raum noch, weil im Moment ist ja nur so die Räume ein bisschen durchgucken. Du öffnest ein kleines Zimmer und auf den ersten Blick sofort, das muss ein Kinderzimmer sein. Denn du siehst ein kleines Kinderbettchen, was in der Ecke steht, was so einen kleinen erhöhten Rand hat, damit also kleinere Kinder da nicht rausfallen können. Also es ist jetzt nicht für Babys, auch schon für etwas größere Kinder, aber es ist zumindest ein höherer Rahmen. Also in der früheren Zeit wurden halt diese Betten immer benutzt, von Kleinkinder-Babyalter halt bis hoch bis zu 6-7 Jahre alt. Und an der rechten Seite steht halt eine kleine Holztruhe. Auch die ist wie das Kinderbettchen auch mit einem Laken versehen, dass man drüber gucken kann. Das Fenster hier ist halb auf, also frische Luft ist gegeben. Ja, dann würde ich auf jeden Fall wieder raus aus dem Kinderzimmer. Hm? Und in den Raum 13. Gut. Aber dann schauen wir doch jetzt erstmal, was Noah macht. Okay. Ja, wie spät haben wir das jetzt eigentlich gerade, Cecilia? Ach, also ich würde sagen, halbe Stunde, dann geht's essen. Also ich würde mich gleich noch mal ein bisschen frisch machen, denn ich meine, nach der Fahrt. Aber ich wollte mich erstmal ein bisschen umschauen und ich denke, der Sitz, sie wippt so ein bisschen auf dem Stuhl. Ich glaube, wenn der nachher noch frei sein sollte, würde ich mich hier gerne sitzen. Sie sitzt im Moment ganz auf dem rechten Stuhl mit dem Schrank im Rücken. Okay. Ja, gut. Tun Sie das. Ich nehme Ihnen den nicht weg. Wir waren doch beim Du, Mensch. Ich habe doch gesagt dir. Ich nehme ihn dir nicht weg. Ach so, okay. Ach Mensch, also dann wird das mit meiner Schauspielkarriere doch tatsächlich nichts, wenn ich mir so wenig Text merken kann. Aber gut, du hattest mir keinen Text gegeben, ich habe einfach nur schlecht zugehört. Ach, wie war das noch beim Broadway? Da musste man doch immer so, ach, wie hieß das noch? Da musste man auf Stichwort arbeiten, ne? Denn wenn der eine ein Stichwort sagt, musste man sofort agieren. Ach, ich habe noch so viel zu lernen. Keine Ahnung, Schauspielerei ist nicht meins. Ah, wie alt bist du eigentlich? Bitte? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 28. 28? Oh Gott, so ein alter Herr und ich als junge Dame. Was musst du von mir halten? Na gut. Alter Herr. Ja, du guckst sie an und sie ist tatsächlich um einiges jünger, aber sehr attraktiv. Also sie ist 12. Nein, kein Kind. Naja, ist mir ja egal, dass sie attraktiv ist. Nur so als Info, also okay. Schauspieler und also allein was das betrifft von der Optik her und so weiter. Ja, sie gehört auf jeden Fall auf die Bühne, was das betrifft. Nur so klischee-mäßig, okay. Rein oberflächlich. Okay. Ja, gut, ich würde mich nämlich auch nochmal hier ein bisschen zurecht sammeln und dann, ich denke, dann sehen wir uns hier gleich beim Essen wieder. Ja, würde ich sagen. Ich gehe dann in der Zwischenzeit mich ein bisschen frisch machen. Irgendwo muss es doch hier wie ein Bad geben. Ich habe es auch noch nicht gefunden. Ich bin nur hier unten bis jetzt gewesen. Mhm. Gut. Also dann würde ich auch rausgehen. Ja, dann geht ihr beide so nebeneinander raus und ja, sie geht jetzt erstmal nach oben. Okay, sind die Feldbetten hier im Flur? Die Feldbetten stehen im Moment auf der Veranda. Auf der Veranda waren die, okay. Ja. Gut, weil dann würde ich rausgehen und mir schon mal ein Feldbett schnappen. Habe ich unterwegs irgendwie Öllampen gefunden? Stehen die auch draußen? Die hat alles, also Bud hat alles unten auf die Veranda gestellt. Also die Veranda ist im Moment noch vollgestellt mit ein paar Klamotten. Du hast eine Kiste mit Kerzen drin, du hast Öl da drin, du hast Öllampen da stehen. Also alles Mögliche hast du tatsächlich da. Und okay. Du siehst auch, dass zwischenzeitlich jetzt der Herb von oben runterkommt, also der Herbert Whitefield,
und dann auch die ein oder andere Kiste nimmt und die dann einfach mit reinträgt. Okay. Na gut, das ist, ja. Ja. Also ich würde mich erstmal jetzt in der Zeit nur mein neues Nachtlager aufschlagen. Mhm. Schon mal. Also, ja. Feldbett in die 3 und beziehen. Mir auch schon eine Öllampe schnappen. Ja. Das ist so jetzt mein Tun bis zum Abend. Bis wir uns dann alle zusammen ans Essen, an den Tisch setzen. Dann das. Gehen wir jetzt nach oben. Und dann sind wir bei dir, Ernest. Genau, ich wollte in Raum 13 ins Spukzimmer. Ins Spukzimmer, ja. Du öffnest das Tür, du öffnest die Tür und vor dir ist wirklich ein komplett leeres Zimmer. Eine blassblaue Tapete mit ehemals wohl Blümchenmuster schält sich allerdings langsam vom Verputz der Wände und die blanken Bodendielen unter den Füßen, die knarzen so leicht, als du da reingehst und du merkst, dass es sehr kalt ist hier drin, aber das Fenster ist aber auch wirklich sperrangelweit auf, also es ist richtig komplett nach oben geschoben und ja, aber es ist richtig, richtig eisig kalt hier drin. Das ist aber hier, boah. Ein Unterschied zu den anderen Räumen. Und ich will hier keiner schlafen, sonst ist es natürlich ein bisschen kalt. Ja, und dann würde ich nochmal gucken, ob irgendwas da noch ist, also ob der wirklich ganz leer ist, der Raum. Was steht? Möchtest du Verborgenes erkennen machen, oder? Ah, nein, ich möchte bloß gucken, ob irgendwo vielleicht noch eine Schachtel ist oder eine kleine Truhe oder irgendwie sowas. Nein, ist tatsächlich komplett leer. Leerer geht's eigentlich nicht. Du siehst, wie gesagt, ein paar Tapetenreste, die noch auf dem Boden rumliegen, kleine Staubschlieren, die in den Ecken sind, Spinnweben an den Wänden, also gerade jetzt in den Sachen hinter der Tür und in den oberen Enden an den Fenstern. Da sind so ein paar kleine Spinnweben, die da noch hängen. Ansonsten ist wirklich leerer geht's nicht. Das merkst du auch tatsächlich, wenn du da durchgehst, dieses typische Geräusch von einem Zimmer, wenn es widerhallt, wenn da wirklich keinerlei Gegenstände drin sind. Ja gut, dann würde ich wieder aus dem Zimmer rausgehen, die Tür schließen. Mhm. Und dann würde ich auch runtergehen und mir ein Feldbett holen. Ja, als du aus dem Zimmer rausgehst, kommt Cecilia dir entgegen. Und, ach, junger Mann, ach, da haben wir sie ja. Haben Sie irgendwo noch ein leeres Zimmer gesehen? Ach, ja, das da hinten waren Sie wahrscheinlich. Jetzt hatte ich hier gesehen, hier vorne sind zwei Herren drin, da ist eine Tasche drin, da hinten ist, ich glaube, ich habe gar keinen Platz mehr, außer halt in diesem kleinen Kinderzimmer. Aber das, na gut, würde ich vielleicht in das Kinderzimmer ziehen. Was ist denn mit dem Zimmer hinterhin? Da sind Sie ja wahrscheinlich drin, oder? Nein, ich bin im Zimmer da gegenüber, diagonal. Ach, okay, dann das heißt, das Zimmer wäre tatsächlich frei. Darf ich mal? Ja, natürlich. Ist bloß sehr kalt hier drin in dem Zimmer. Ja, sie macht die Tür auf und guckt. Oh, nee. Also das ist ja wirklich kalt hier drin. Oh. Nee. Oh. Und du merkst, sie wird nervös. Sie wird. Nee, ich gehe hier nicht raus und mach die Tür wieder zu und geht tatsächlich erstmal in den gegenüberliegenden Raum. Ich muss erstmal in den gegenüberliegenden Raum. Puh, ha, das. Ui. Alles gut bei Ihnen? Ja, was heißt schon gut? Ich meine, das ist ja extremst kalt da drin. Ich meine, das ist ja wie so ein Eis. Eistruhe. Ich meine, halten Sie mich jetzt nicht für bekloppt, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber hatten Sie denn nicht auch so eine leichte Spukerfahrung drin? Das kam mir zumindest sehr komisch vor, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, das ist... Ich werde da auf jeden Fall nicht nächtigen. Vielleicht...
Na gut, jetzt sind die meisten Räume natürlich besetzt. Das ist natürlich doof. Könnten sie dann noch hin dann? Und, also ich werde hier nicht in diesem kleinen Zimmer hier rechts. Ich muss weit weg von dieser Kältekammer da. Also das mache ich. Sie sind... hätten Sie vielleicht da die... hätten Sie was dagegen vielleicht in diesem kleinen Raum zunächst? Würden Sie mir das Zimmer abtreten zu Ihrer Linken? Wir können das natürlich organisieren, ja. Das, wenn Sie da in Sicherheit von Raum sein möchten, von dieser Kälte. Das wäre mir wirklich lieb. Also vielen lieben Dank. Ja, das können wir so machen. Dann hole ich eben meine Sachen aus dem Raum und dann... Ah, sehr schön. Das ist... Also wirklich Dankeschön, ne? Und ich weiß gar nicht, hatten wir schon gesagt, sollen wir auch per Du sein? Ja, ne? Also ich bin ja die Cecilia und herzlichen Dank. Dann hole ich mal meine Sachen und dann, wenn Ihnen das nichts ausmacht, nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie wirklich wechseln. Ja, dass du wirklich wechselst. Natürlich. Super. Und dann würde ich halt die Sachen aus dem Raum 10 holen und den Raum 14. Hinstellen oder hinpacken, ja. Und dann würde ich das Feldbett mir von unten holen. Und eine Öllampe. Mhm. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir euch beide erstmal abgedeckt. Ihr seid beschäftigt. Ihr macht es euch einigermaßen gemütlich, ihr räumt die Taschen aus, beziehungsweise eher nicht aus, je nachdem, ihr werdet wahrscheinlich aus dem Koffer leben, der eine nimmt ein paar Sachen raus, verteilt die und die Feldbetten werden gerichtet, ihr hört, dass draußen der Bus anläuft und der Bus wieder sich auf den Weg macht, also tatsächlich nicht bei euch vor Ort bleibt und dann die Sachen werden nach und nach eingetragen. Und wollt ihr noch irgendwas machen oder sollen wir sagen, wir sind dann am Esstisch? Also ich möchte am Esstisch erstmal sein. Am Esstisch würde ich sagen, ja. Okay. Dann sind wir jetzt am Esstisch. Nach und nach trudelt ihr tatsächlich alle ein. Cecilia kommt ein kleines bisschen später, sie hat sich aber noch einmal umgezogen, eine Frisur wieder etwas aufgehübscht, das Make-up etwas aufgehübscht und nimmt jetzt Platz, schaut so ein bisschen, na, Kopfplatz ist leider weg, den Platz, da sitzt Mr. Carrington und dann nehmt ihr alle reihum Platz um den Tisch und dann eben kurz gucken, wo wir sind. Augenblick. Da sind wir. Ja, ich hoffe, Sie haben sich hier gut eingelebt. Ja, seht, wer das sagt. Herbert Whitefield steht auf. Und würde ich sagen, schauen wir doch mal, was unsere gute Martha uns dann gereicht hat. Und wie aufs Stichwort öffnet auch tatsächlich die Tür und Martha trägt ein dampfendes Tablett vor sich, also ein Tablett mit dampfenden Gerichten vorne vor und wirklich eine sehr schmackhaft aussehende Ente stellt sie auf den Tisch. Entschuldigt sich kurz, nimmt die Ente wieder auf, dreht sich um, geht raus, kommt wieder rein mit einer Suppentasse, meine Güte. Geht rum, stellt eine große Suppentasse. Meine Güte! Wie heißt das Ding? Suppentasse. Suppentasse, ja. Gut. So einen großen Bottich mit Suppe stellt sie euch auf den Tisch. Und stellt sie hin und sagt dann Mahlzeit. Dann dreht sie sich auch schon wieder um und ist in der Küche verschwunden. Über die Ente sagt sie nichts mehr. Und Herbert sagt dann, dann
Wollen wir mal. Und dann nimmt er so, ne, möchte so den Gentleman machen und gibt so die Hand so rüber zu Cecilia und sie auch Suppe und ja, doch bitte. Und ja, dann wird so reihum die Suppe aufgeteilt. Und währenddessen ja ein bisschen Smalltalk haben. Wie sieht's aus? Okay. Okay. Wem spreche ich zuerst an? Wie ist denn jetzt die weitere Prozedur? Was ist jetzt geplant? Allgemein in die Runde oder eine spezielle? Allgemein in die Runde, aber ich gucke da so Richtung Mr. Herbert Whitefield. Mhm. Da würde ich mich doch mal ganz direkt angesprochen fühlen, sagt auch Herbert Whitefield und macht wieder ein bisschen an. Ach, das ist ein Gedicht, diese Suppe. Ach, wirklich Wahnsinn. Und auch ihr müsst feststellen, wow, ihr habt im Leben noch nie eine bessere Suppe gegessen. Also wirklich, Granat. Und lecker. Nimmt da direkt nochmal einen zweiten Löffel. Ja, also ich hätte tatsächlich jetzt überlegt, nachdem wir uns den Wagen vollgeschlagen haben, dass wir uns dann tatsächlich ein bisschen zusammensetzen und ich weiß nicht, wenn Sie wollen, könnten wir danach auch schon direkt die erste Seance ansetzen. Schaut so mal zu Paul rüber, der rechts neben ihm sitzt. Und Paul so, ja, können wir machen. Kein Problem, ich bin fit. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass wir nach dem Essen mit der ersten Seance starten. Wenn auch die anderen Herrschaften da nichts gegen einzuwenden haben. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, das ist der Hauptgrund, weswegen wir zusammengefunden haben. Ich denke, wenn wir gestärkt sind, dürfte es kein Problem sein. Ja, sehr schön. Jetzt würde ich mich zu Paul wenden und fragen, wie läuft denn so eine Seance ab? Ja, gut, dass Sie fragen. Also wichtig ist natürlich, dass wir etwas Handfestes haben. Wir müssen uns also tatsächlich darauf konzentrieren, auf ein bestimmtes Objekt am besten. Denn wir könnten schlecht jetzt einfach nur irgendeinen Geist versuchen zu beschwören, denn das geht in den meisten Fällen tatsächlich schief. Und dann bräuchten wir eine Atmosphäre. Ja, wir würden uns im Kreis hinsetzen. Das können wir entweder auf dem Boden machen oder wir könnten das auch hier an dem Tisch machen. Auch das wäre durchaus möglich. Und ja, dann setzen wir uns zusammen. Wie gesagt, wir brauchen einen Gegenstand und dann in erster Linie vollständige Konzentration von allen Beteiligten. Mhm. Okay. Und dann würde den Rest dann tatsächlich ich übernehmen. Und sollte sich eine Präsenz hier in diesem Haus niedergelassen haben, dann würde sie wahrscheinlich durch mich sprechen. Okay. Wie lange machen Sie sowas schon? Ich selber habe das, ja, ich sage mal jetzt so, diese Fähigkeit vor 2 Jahren spontan entdeckt bei mir. Und seitdem sehr oft eigentlich auch schon angewandt. Allerdings eher im kleineren Rahmen und tatsächlich eher um, ja, meistens ging es halt darum, dass irgendwie der ein oder andere dann nochmal Kontakt mit seinen Eltern, mit den Verstorbenen haben wollte, weil irgendwelche Sachen halt noch nicht geregelt. Also irgendwelche Nachkommenschaft, das Erbe betreffend, es fehlten irgendwelche Gegenstände und so weiter. Und das waren eigentlich so diese Geister, die halt dann noch unruhig mit ihrem Wissen einfach nicht wussten, wohin damit. Und die wollten einfach sicher gehen, dass ihre Nachfahren abgesichert sind. Deswegen waren die unruhig. Und ja, das habe ich halt festgestellt, dass das halt funktioniert bei mir. Und ja, dann habe ich mich ich nenne es jetzt mal so, wie es leider ist, weil davon lebe ich, diesem Geschäftsmodell einfach angenommen, ja. Okay. Möchtest du eigentlich auch Fragen stellen? Ja, also ich hätte, wenn er nochmal mit Carrington gesprochen.
hatte jetzt nur, habe nur bloß gewartet, dass hier fertig sind. So, okay. Moment. Muss man überlegen. Mit was für einem Gegenstand arbeiten wir denn? Also kann es irgendein Gegenstand sein? Also es muss ein persönlicher Gegenstand sein, der idealerweise in irgendeiner Art und Weise mit dem Geist, also mit der Person, um die es handelt, irgendwie in direkten Kontakt ist. Es muss irgendwie etwas Persönliches sein, was die Person vielleicht häufiger in den Händen hatte oder eine emotionale Bindung aufgebaut hat, sowas in der Richtung. Aber was für einen Geist suchen wir denn? Und woher wissen wir, dass das so ein wichtiger Gegenstand für diesen Geist ist? Da mischt sich Mr. Carrington ein und sagt dann, das dürfte dann wohl mein Part sein. Denn nun, wir sind hier hingekommen, um ja, meiner Schwester ein bisschen den Weg ins Licht zu weisen. Geht, ja, also meine Schwester, die ist damals im, verzeihen Sie bitte, und ihr merkt, dass er tatsächlich mit den Tränen ein bisschen kämpfen muss. Meine Schwester ist im Alter von 6 Jahren gestorben. Und als ich jetzt vor kurzem hier in diesem Anwesen war, da ist mir ja die Geistergestalt meiner kleinen Schwester halt entgegengekommen. Aber ich konnte halt nicht und bin sofort wieder umgedreht und habe dann versucht, irgendwie da Hilfe zu finden. Ich denke, dass ja, es geht also um meine kleine Schwester, Jenny. Okay. Und was ist so Ihr Gegenstand? Was haben Sie mitgebracht? Ich habe tatsächlich nichts Persönliches. Da müssten wir im Haus mal schauen, ob wir hier noch was finden. Weil ich bin jetzt auch bis vor einem Monat, war ich jetzt hier auch schon ja, bestimmt 30 Jahre nicht mehr. Denn mein Vater ist jetzt auch vor kurzem verstorben und da habe ich dann dieses Anwesen geerbt und seitdem bin ich tatsächlich das erste Mal wieder hier. Oh, das ist so eine lange Zeit schon. Ja, also es ist etwas länger her und es ist einfach so, ich bin halt umgezogen oder meine Eltern und ich, wir sind umgezogen und haben das Haus einfach ja, sich selbst überlassen. Warum? Ich weiß es nicht, da war ich tatsächlich noch viel zu jung, als dass ich mich da hätte erinnern können. Und ja, jetzt ist halt der Nachlass an mich übergegangen und da muss ich mich halt drum kümmern. Und da bin ich jetzt drüber gestolpert, dass es hier dann... Möchtest du jetzt erstmal was fragen, weil ich könnte immer noch weitermachen gerade. Ja, das müsste tatsächlich jetzt nur so ein bisschen untereinander absprechen. Also nehme ich an, ist das Kinderzimmer da oben in der ersten Etage das Kinderzimmer Ihrer Schwester? Das ist in der Tat das Zimmer gewesen, ja. Vielleicht finden wir da ja irgendwie noch was von Ihrer Schwester. Wäre auch tatsächlich mein erster Punkt, wo ich jetzt gleich nachgucken würde. Ich weiß jetzt nicht, wo die Herrschaften untergekommen sind. Aber das, denke ich mal, werden wir schon hin. Also momentan habe ich da erst ein Bett aufgeschlagen, aber ich kann natürlich auch woanders hin, wenn Ihnen das nicht recht ist. Ich möchte da jetzt erstmal nicht nächtigen. Sie sehen, dass da meine persönliche Beziehung im Moment ein bisschen sehr enges. Ich würde mich da jetzt eher natürlich neutral halten und ich werde auch keinen der weiteren Anwesen aus ihren Zimmern vertreiben.
Na, hast du noch was? Nee, das, was ich ja eigentlich den Carrington fragen wollte, hat er ja schon erzählt vorher, bevor ich frage. Ah, okay, okay. Wie stand denn die Familie zu Ihnen und zu Ihrer Schwester? Gab es dort Probleme? Also da muss ich sagen, zur Zeit, als es ja noch eine Familie gab, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wenig Erinnerung dran. Ich habe tatsächlich kaum noch Erinnerungen an meine Kindheit direkt. Ich habe lediglich, also ich kenne das Gesicht meiner Schwester, das habe ich noch. Ich weiß, dass meine Mutter mich in den Armen gewogen hat, aber ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel Erinnerungen. Ich meine, ich war tatsächlich sehr klein. Ich war vielleicht 2 Jahre alt. Okay. Also, Ihre Schwester ist wirklich der ältere Part gewesen? Ist meine ältere Schwester, jawohl. Hm. Und sie ist 1895 ist sie tatsächlich gestorben. Okay. Und ich meine, merkst, er schluchzt jetzt. Mein Alter von 6, das ist kein Alter. Nee, das ist sehr früh, da haben Sie recht, das tut mir sehr leid. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt noch weiter fragen muss, aber wissen Sie, wie sie gestorben ist? Nein, da habe ich wirklich keine Erinnerung dran, weiß ich nicht, tut mir leid. Darüber wurde auch nichts erzählt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Wüsste ich nicht. Okay. Okay. Du kannst mal eine Probe auf Psychologie machen. Okay. Achso, wir sind bei 39 immer noch, ne? Mhm. Muss mich noch ein bisschen damit zurechtfinden. So. Ach Gott. Du wirst es im Moment nicht, ob du irgendwie an seinen Worten zweifeln solltest. Okay. Sind Sie fertig mit der Suppe? Hört ihr von der Küchentür Martha rufen? Ihr habt mittlerweile alle zumindest ersten Teller Suppe weg. Ihr könntet jetzt entscheiden, ob ihr noch einen Nachschlag der Suppe wollt oder ob das weitergeht mit dem Gang. Soweit fertig. War sehr lecker. Dankeschön, hat mir auch gereicht. Sie geht rum und dann wird hin und her geräumt, die Teller werden abgeräumt. Martha komplett alleine, ab und an steht Herb auf, zumindest den Suppenteller. Meine Güte, wieso habe ich Probleme mit dem Wort Suppentasse? Kriege ich noch eine Krise. Warum sagst du nicht einfach Suppentopf? Weil ich da nicht drauf komme. Das ist im Moment... Einfach nur Suppentopf? Gut, ich schreibe mir das auf. Suppentopf heißt das Viech. Also, den Suppentopf. Trägt er dann mit raus. Wird von Martha aber jetzt nicht sonderlich quittiert. Weder positiv noch negativ. Einfach ist so. Und ja, dann, als ihr dann wieder auf dem Tisch seid, Ruhe eingefunden habt, mittlerweile ist die Ente auf dem Tisch, vernünftige Beilagen mit dabei. Richtig Grünzeug, alles was drauf, eine richtig schön dampfende Soße und auch hier wirklich das Beste, was ihr je gegessen habt. Wirklich mit Abstand. Schön zart. Lecker. Ist wirklich gut. Mhm. Währenddessen kann natürlich das Gespräch weitergehen, wenn ihr wollt. Mhm. Mhm. Wem redet man denn jetzt? Ich muss mal überlegen, habe ich mit jedem schon einmal gesprochen? Bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, es sind viele, ich weiß. Moment, Martha war die Köchin, die stand in diesem ersten Raum. Das erste Gespräch hatte ich mit Timothy Errol, Jurist. Paul war mit Cecilia zusammen am Tisch. Dann kam Whitefield rein. Und der am Fenster war Carrington, also man kennt die alle. Ist keiner dann, den du jetzt aktuell nicht mehr kennst.
Okay. Und Bud halt dieser komische Taschenschlepper. Busfahrer, genau. Ja. Okay, gut. Ja. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Wenn du Fragen hast. Ernel? Ja. Ich krieg das noch nicht hin. Ernest. Ernest. Paul und Carrington sind ja schon mal abgehalten. Ist halt. Na, Carrington und Paul, ja. Die beiden, die sind ja schon ähnlich. In dem, was ich fragen wollte. Ach so. Ja gut, Cecilia würde ich jetzt keine weitere Frage stellen. Also nicht in der großen Runde. Nee, ich habe auch kein, ich habe bei denen keine Fragen mehr. Erstmal, also ich muss jetzt erst was erleben. Mhm. Er will ja auch schon gespannt. Ja, gut. So verbringt ihr das weitere Essen mit gemütlichem Geplänkel über dies, das und jenes. Es wird nochmal so ein bisschen überlegt, ob es eine Tischordnung nachher gibt für die Seance, aber nein, das ist alles ziemlich freigehalten, hatte er schon gesagt. Also da war nichts weiter. Es kommt einfach nur drauf an. Ja, man muss emotional einfach da sein. Ja, und so geht das Essen zu. Danach. Wollt ihr danach noch so 5 Minuten haben? Oder sollen wir danach in... Was wollt ihr danach tun nach dem Essen? Also es ist jetzt abgeräumt, das Essen ist jetzt entsprechend weiter. Und ja, man ist dabei und sagt, ja, dann erhebt sich Robert Carrington und dann, weiß nicht, wendet sich zu dir, Ernest. Sie sagten, sie hatten da oben in dem Raum schon Unterschlupf gefunden, wenn ich sie dann vielleicht auch bitten dürfte, dort vielleicht einmal nach dem Rechten zu schauen? Ja, natürlich. Natürlich. Ich würde mitkommen. Ich muss sowieso einmal nach oben. Ich habe ja mitbekommen, gerade im Laufe des Gesprächs, dass die Toilette oben ist. Ja, okay. Und die anderen, die verteilen sich. Es wird so ein bisschen getuschelt. Was brauchen wir an Vorbereitungen? Und Paul und Herbert, die organisieren das so ein bisschen, gucken so, dass alles so ein bisschen zusammengestellt wird, Stühle in den Kreis kommen, ein paar Blumen, eine Güte, Lichter aufgestellt werden. Währenddessen ihr ins erste Obergeschoss. Ernest, ne? Ernest war ihr Name, ne? Ernest, genau, ja. Und ihr Noah, ne? Ja, richtig, genau. Ist das okay, wenn wir auch per Du? Weil wir sind ja sowieso das Wochenende hier gemeinsam. Ja, ich glaube, wenn wir uns alle siezen, das ist irgendwann anstrengend. Können wir so machen, genau. Ja, ich bin gespannt. Ja. Momentan, also jetzt nach dem ersten Auftritt hier mit dem Haus, das ist mir alles ein bisschen suspekt. Das ist komisch hier mit dem Mädchen seiner Schwester, ja. Gestorben ist. Keine ist dir irgendwie noch was aufgefallen? Also nachdem ich hier reingekommen bin ins Haus, ist mir nichts mehr weiter aufgefallen bis jetzt. Hier, da drüben in dem Raum, also ich würde jetzt auf Raum 13 zeigen. Raum 13, das frage ich natürlich, ne? Ach so, Raum 13, okay. Ja, steht Zimmer Nummer 13, das geht ran, Hotelzimmer Nummer 13, Etage 2. Okay. Okay, da drüben. Da ist ziemlich kalt. Und der ganze Raum ist leer. Hm. Würde ich mir gerne mal anschauen. Also ich gehe da jetzt mal quer rüber. Mhm. Du betrittst das Zimmer und dir schlägt eine eiskalte Welle entgegen. Richtig unnatürlich kalt. Das passt ja gar nicht. Also so kalt ist es draußen nicht. Nee. Auch du merkst, Fenster ist auf und ansonsten leichtes Echo hinterlassen deine Schritte, während du so 2 Schritte in den Raum.
Also ich würde einmal das Fenster schließen. Oh, sind wir mit Öllampe hochgegangen? Ich denke mal, ne? Also ich hatte das ja gerade erwähnt, ich hatte es nicht hinterfragt, deswegen, ja, okay. Würde ich sagen, habe ich jetzt gemacht. Fürs Nächste, gut, dass du darauf geachtet hast, aber jetzt ist mir tatsächlich jetzt auch entfallen, bitte sagen, ob ihr eine Lampe mitnimmt oder nicht. Ja. Okay. Von draußen her dürfte ja nichts reinscheinen, es ist ja kein Strom an dem Anwesen, ne? Nein, und es ist mittlerweile ja auch annähernde Dunkelheit, also ihr merkt, dass es jetzt tatsächlich draußen noch dunkel wird. Ach ja, es ist Sommerzeit, so, ja. Wir haben jetzt ungefähr 8:30, viertel von 9:00 so um den Dreh. Ich würde jetzt da nicht die Zeit definitiv festmachen wollen. Okay. Okay, ich würde einmal das Fenster schließen. Das sagte ich, glaube ich, gerade. Und dann würde ich mich einmal in dem Zimmer wirklich umschauen. Richtig genau umschauen. Schon dieses Hallen von den Schritten, das hat irgendwie nicht gepasst. Okay, dann mach mal verborgenes Erkennen. Also momentan ist meine Vermutung, dass irgendwas unter dem Boden ist. Ich muss jetzt mal gucken, was ich brauche. 57. Huch, und wieder vertippt. Ach, nee, okay. Ist nicht so Glück. Du kannst Glück ansetzen, du kannst forcieren. Das weiß ich doch. Nein, ist schon okay. Okay, das, du schaust dich um und auch für dich ist es ein ganz normaler Raum. Und das war's mit der Erkenntnis an diesem. Okay. Ja, hier ist wirklich nichts. Ich habe jetzt mal Fenster zugemacht, mal schauen, wie es nachher so ist. Ob die Temperatur jetzt nachher wärmer wird, weil ich kann mir das nicht vorstellen, warum es so kalt ist. Ja, es ist wirklich schlimm. So. Ja. Keine Relation zu draußen. Nee, stimmt. Ich bin neugierig. Du sagtest, du bist im Kinderzimmer. Wo ist das? Das ist hier gleich neben dem Zimmer hier. Ach, also da. Wenn du jetzt mal kommst, hier. Ja, dann zeig mir mal dein Schlafgemach. Genau, so. Klein. Ja, ist kuschelig hier drin. Halt. Genau, das Feldbett passte gerade eben noch so am Fenster entlang rein. Du hast das kleine Kinderbettchen ein bisschen an die Seite gedreht und konntest dann da so im Verlauf jetzt zwischen Kinderbett und Wand konntest du dann das Feldbett tatsächlich dann hinstellen, hast es dir da gemütlich gemacht. Ein paar von deinen Klamotten liegen so über das Kinderbettchen schon drüber gelegt und dein Koffer liegt auf der kleinen Kommode oder auf der kleinen Kiste, die da zur Linken steht. Ja. Ja. Ansonsten würde ich einmal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Also in der Zeit, wo ich dann unten essen war. In dem Zimmer. Nö, ist mein Zimmer. Durch nichts. War keiner da. Okay. Dann würde ich gerne mal in der Kiste nachgucken. Also ich würde dann einmal den Koffer von mir auf das Feldbett stellen. Oder legen. Und das Tuch da wegnehmen und die und gucken, ob da ein Schloss dran ist oder ob die verschlossen ist. Die ist nicht verschlossen, es ist eine normale Truhe in dem Sinne. Es sind zwar so zwei Schnappschlösser da vorne vor, allerdings sind wirklich nur Schnappschlösser zum Zumachen, nicht zum Abschließen. Sind also normal. Kannst du also aufmachen. Ja, dann würde ich die so langsam aufmachen. Ja, du guckst rein und findest tatsächlich da so verschiedene kleine Lumpen drin. Du findest da ein paar kaputte Spielsachen drin. Du findest ein paar kleine Würfel, einen Würfelbecher. Du findest eine zerbrochene Holzpuppe da drin, einen alten Stoffbären, der so an einem Ohr, siehst du, so ein bisschen Motten zerfressen haben. Du findest einen Schachtelteufel drin. Also so eine kleine Figur, wo du an den Rand so eine Kurbel dran hast, die du drehst. Und irgendwann springt dann da so ein Schachtelteufel draus und dann erschreckt man sich. Und ansonsten findest du halt noch so eine Schnuffeldecke. Also so eine Decke, die man den Kindern oft gegeben hat, wo die einfach nur so drauf liegen können. Sowas in der Richtung. Ja. Aber alles halt, merkst du, Zahn der Zeit hat dran genagt.
Schon irgendwas gefunden, was so heraussticht? Also hier ist ein Teddybär mit drin. Ein Teddybär? Oh, Teddy oder eine Schnuffeldecke. Beides sind gute Sachen, ne? Hat man sehr viel als Kind. Ja, ansonsten ist ja noch eine Holzpuppe. Die ist auch zerbrochen. Ah, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit 6 Jahren und auch vorher viel mit einem Teddybär umherläuft. Ja, vielleicht auch im Bett, auch als Kuscheltier einfach. Ja, genau. Also man läuft ja so doch als Kind viel mit so einem Teddybär rum. Also mit einer Holzpuppe, da kuschelt man ja nicht so viel und fängt auch nicht so früh damit an. Ich denke mal, nee. Den meisten Kontakt könnte es mit dem Bär oder mit dem Schnuffeltuch gehabt haben. Könnten ja vielleicht beide Sachen mal mit runternehmen und den Carrington fragen. Vielleicht hat er irgendeine Idee. Aber vielleicht ist auch so, ich habe irgendwie mir drückt gerade der Kopf. Kann sein, dass vielleicht hinten ein Bär so ein Schlitz ist, was zugenäht war und da drin ist eine Notiz. Ich mache oben an dieser Stelle eine kleine Verlinkung, aus welchem Abenteuer das wohl sein könnte. Nee, jetzt ernsthaft. Guck dir den Teddy an. Ja. Gut. Ich guck mir den Teddy mal genauer an. Ja, dann mach doch mal Verborgenes erkennen. Ja, da brauche ich 46. Leider nicht. Also dieser Würfelsimulator ist verbuggt. Der spuckt ja wirklich. Also dass eine niedrige Zahl kommt, ist bei 1 zu 5. Also du bist dir ganz sicher, dass es sich bei dem Teddy um einen Stoffteddy handelt. Und du nicht weiterfindest. Ja, also. Gut, dann hätten wir Schnuffeldecke und Teddy. Ja, genau. Ansonsten ist hier noch. Ja. Würfel sind hier noch dran. Würfel? Genau, eine Schachtel, Teufelchen, sowas halt. Okay. Ja. Also ich drehe mich aber einmal um in den Flur hinein, weil mir beim Hochgehen der Vorhang aufgefallen ist. Und da würde ich einmal hingehen wollen und hinterlupen. Jo, dann schaust du dahinter, du schiebst den zur Seite und siehst, dass da eine schmale Wendeltreppe in Etage höher führt. Die führt höher? Höher, nach oben. Okay. Ich drehe mich mal um, gucke Richtung Kinderzimmer. Sehe ich Ernest gerade? Ja. Ernest, du musst entscheiden, ob du an der Tür stehst, ist die Tür, was machst du? Ich habe gerade die Kiste geschlossen und stehe jetzt an der Tür. Ja, ja dann, ist ja so nicht so dann schaut ihr euch jetzt an. Ach so. Ich wink einfach nur und gehe hoch. Also ich will jetzt nicht posaunen, dass ich da hochgehe. Also das muss ja nicht keiner von unten wissen. Nee, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, ob Ernest irgendwas macht, auf das Winken und Drehen. Ob da irgendwas passiert, sonst gehe ich mit dir eine Etage höher. Das Winken ist einfach nur so ein guten Tag winken oder nee, so ein einfach Herkommen winken oder was? Nee, einfach so ein, dass ich jetzt hinterm Vorhang verschwinde. Okay. Also kein Herkommen, du kannst da hinterher laufen, also wenn du neugierig bist oder so, ne? Aber ich gehe jetzt hoch. Ich würde da auch gerne mitkommen. Ich habe Schnuffeltuch, Schnuffeldecke und Teddy noch in der Hand. Jetzt natürlich an der Nase das Schnuffeltuch, ne? Natürlich. Und den Teddy fest unterm Arm. Genau. Okay, die Wendeltreppe nach oben gehend, stapf, 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 betretet dies Obergeschoss. Und was ihr da findet, sehen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich.